So, meine Damen und Herren, es ist ja viel zu früh. Es ist noch gar nicht Zeit für die Academy. Es ist 54 erst. Bin ich scharf? So, willkommen zur Bondra StarCraft 2 Academy. Freunde, ich sitze hier gerade wieder auf dem letzten Drücker und mache wirklich auf dem letzten Drücker alles fertig. Boah, das ist immer so viel mit dieser Academy. Ich kann das hier auch nicht, ich kann das gar nicht sehen hier. So, wir sind in Woche 4 von 6 von der sogenannten Advanced Academy. Es ist noch schlechter geworden, oder? Ich kann so nicht leben. Es muss einmal scharf. Ich kann leider gerade nicht beides, also ich kann nicht, ich bräuchte jetzt einen Dummy. Ich bräuchte jetzt einen Matteo, der da sitzt. Es ist so vielleicht. Es ist schwer. Ja, was ist das hier alles? Der Kanal heißt Bonjwa und ursprünglich haben wir auch mit StarCraft angefangen. Und das ist, oh Gott, Jens, kannst du mir helfen? Jens, ich brauche deine Hilfe. Kannst du mir mal die Kamera scharf einstellen? Ich krieg das hier nicht gebacken alleine. Kannst du die mal scharf machen? Irgendwie wird das auch immer schwieriger, habe ich das Gefühl. Ah, viel besser, danke. Ja, weiter. Stopp! So, jetzt seht ihr mich auch in Full HD. Was ist mit meinen Haaren da oben los? Guck mal hier. Da guckt ein so ein Haar raus. So ein Büschel. Mann, also Freunde, auf dem letzten Drücker, das letzte Video ist heute nicht mal fertig gerendert. Ich schaff das gerade alles nicht mit StarCraft lernen. Egal, wir machen jetzt einfach. Ich begrüße euch noch immer, ich bin ein bisschen durch den Wind. So, was ist denn heute dran? Heute haben wir was Besonderes. Zum ersten Mal, liebe Freunde, zum allerersten Mal werden wir heute nämlich unsere Builds auf ein spezifisches Matchup zuschneiden. Ja? Und zwar werden wir heute beginnen mit den sogenannten Mirror Matchups. Das heißt, wir gucken quasi in den Spiegel und was sehen wir im Spiegel? Uns selbst, richtig. Und daher kommt der Name. Wir spielen quasi als Terraner, spielen wir gegen Terran. Wir spielen als Zerg gegen Zerg. Und als Protoss spielen wir gegen Protoss. So. Am Ende werden wir möglichst viele Spiele machen. Und zwar wird denn Leon heute als mein Trainingspartner antreten. Ja. Denn wir wollen ja Mirror-Matchups zeigen. Und das Problem ist, wenn man in der Ladder, also Matchmaking, auf Play drückt, dann weiß man ja nicht, was man bekommt. Ja, es könnte ja auch nicht Mirror sein. Und dann haben wir davon nicht so viel, von dem ganzen Training. Deswegen werden wir heute Leon als festen Trainingspartner engagieren. So, ich mache mir hier alles auf.
Und genau, ich zeige euch erstmal alles hier. Also, ich habe theoretisch hier etwas für euch. Genau, die Academy, die findet ihr bei uns auf der Website auf www.bonjour.de/academy oder ihr geht einfach auf die Startseite und oben über diesen schmackhaften Banner geht ihr in die Academy. So, und hier findet ihr den Start, wenn ihr völliger Newbie seid, ja, dann fangt ihr hier an bei Starter-Training Woche 1 von 5. Also wenn ihr wirklich noch nie ein Ladder-Match absolviert habt oder seit langer Zeit mal wieder drin seid, seit langer Zeit keins gemacht habt und wieder mal anfangen wollt und nie höher als, sagen wir mal, Silber wart, ne? Oder ihr wollt einfach auf Nummer sicher gehen, dass ihr alle Basics habt, dann fangt ihr hier an, ganz am Start und arbeitet euch von Woche zu Woche. Ne? Es lohnt sich mal überall zumindest reinzugucken, wenn man es noch gar nicht gemacht hat. Und wir sind ja jetzt quasi fortgeschritten, wir sind advanced und haben in den ersten 3 Wochen haben wir erstmal unsere Standardstrategie aufgebaut. Wir sind jetzt auf einer ziemlich starken Wirtschaft, noch nicht der maximalen, aber schon fast maximal und wissen, wie wir ja, gute Makroen. Makro ist alles, was eben mit unserer Wirtschaft, unserem Basisbau und unserer Einheitenproduktion zu tun hat. Und jetzt geht's los mit Woche 4 von 6. Da steht es auch. In dieser Woche beschäftigen wir uns mit den sogenannten Mirror-Matchups. Welche Besonderheiten gibt es, wenn wir als Terran, Zerg oder Protoss auf einen Spieler mit derselben Race treffen? Ja, hier wird dann wie immer die Episode auftauchen. Und genau, der volle Guide, den werdet ihr dann hier finden. Vorweg mir ist ein kleiner Fehler passiert. Und zwar war hier bei Woche 2, habe ich das falsche Video hochgeladen. So, habe ich auch geschrieben, kommt bald, habe im Hochladen rumgefällt, LG Niklas. Ich habe das auch sogar freigegeben. Und das heißt, kurzzeitig waren zweimal dasselbe Video online. Also hier war von Woche 1, habe ich nochmal hochgeladen. Ja, Fail. So, aber ich arbeite dran, dass hier auch alles, ne, wenn ihr einen Fehler findet, dann am besten immer direkt unten in den Comments schreiben. Hier Woche 3 ist zum Beispiel schon komplett fertig. So, wenn ihr hier also einen Fehler findet, dann einfach einen Kommentar da lassen. Ist aktuell noch keiner. Genau. So. Wir befinden uns aber in einer neuen Woche und ja, Mirror Matchups. Mirror Matchups sind, weiß auch nicht, was die sind. Die sind halt sehr technisch. Denn das Problem ist ja, der Gegner hat exakt dieselben Möglichkeiten. Also wir starten nicht nur mit gleich vielen Workern und einem Hauptgebäude. Nein, wir sind komplett gespiegelt. Der Gegner hat quasi dieselbe Basis, hat dieselben Mittel. Und das bedeutet, er weiß auch exakt, was wir machen können. Und wir wissen exakt, was er machen kann. Und diese Dynamik im Mirror-Matchup, die führt dazu, dass wir das, was wir in den beiden anderen Matchups eigentlich probieren, nicht mehr unbedingt das Sinnvollste ist, ja, ab einem gewissen Level. So am Anfang ist es alles noch nicht ganz so schlimm und jetzt auf dem Level, ne, so irgendwie Gold oder so, ist es auch noch nicht so wichtig. Aber dann passieren halt viele Sachen, gerade in den Mirror-Matchups, die wir irgendwie berücksichtigen müssen und wo unsere Standard-Build-Order nicht immer mehr das Beste ist. Deswegen fangen wir auch mit den Mirror-Matchups an, denn dort wird sich eben von von unserer Build-Order am meisten ändern zu dem, was wir bisher gelernt haben. Und wir müssen vor allem eben auch mit einigen Dingen klarkommen, mit einigen Units, die früh im Spiel auftreten können, die ihren Weg auf unsere Map-Hälfte machen können. Und ja, also Mirror-Matchup geht es im Endeffekt, je höher man kommt, geht es darum, den Gegner irgendwie auszutricksen. Ne? Also es kommen halt auch es kommen auch Makropartien zustande, wo man auf 3 oder 4 Basen geht. Aber die meiste Zeit geht es eher darum, irgendwie
ein Timing zu finden oder irgendwie einen Weg zu finden, ne, seine eigene Race quasi so ein bisschen kaputt zu spielen. Ne? So, und wir fangen ja heute wieder mit Terrana an. Aber bevor ich euch die eigentliche Build-Order zeige, mache ich einmal kurz ein Custom-Game auf. Denn wir müssen ein bisschen was wissen. Ne? Jetzt fängst du ein bisschen an. Wir müssen jetzt ein bisschen was wissen. Wir können nicht einfach nur noch stumpf unsere Build-Order runterspielen. Wir müssen ein bisschen was wissen. So. Deswegen mache ich jetzt einfach mal ein Game auf. Und wir gucken mal. Was können wir denn überhaupt als Terraner? Und wenn wir jetzt als Terraner auf einen anderen Terraner treffen, was ist denn gefährlich? So, deswegen, ne, gucken wir uns mal ein paar Dinge an, die man bauen kann, die wir persönlich jetzt noch nicht unbedingt bauen, also sind nicht Teil, Bestandteil unserer Build-Order, unserer Strategie, aber wir müssen wissen, dass es diese Dinge gibt. Ja? Beziehungsweise es ist vom Vorteil, weil sonst haben wir halt ein Problem, wenn es auftaucht und wir nicht wissen, was das ist. Ne? Ist denn halt so. So. Ich gucke jetzt mal in den Chat. So, ihr könnt natürlich auch Fragen stellen. Ich bin jetzt hier erstmal ohne den Computer drin und wir wollen jetzt einfach, ne, wie wir es eben gewohnt sind, aus einigen der letzten Episoden, wollen wir erstmal nur kurz zu den Sachen kommen, die wir bauen können. So, wegschauen. So, also. Im Terran vs. Terran Matchup. Nimm eine wichtige Rolle. Reaper ein, zum Beispiel. Das erste, was passieren kann, ist, dass der gegnerische Terraner versucht, uns mit Reapern zu rushen. Ja. Dafür gibt es einige Terraner, die zum Beispiel ihre Barracks dann, also wenn wir jetzt quasi, wenn er uns angreifen will, irgendwie ihre Barracks hier bauen oder so. Oder hier. So ein, zwei, vielleicht drei Barracks. Und der versucht uns dann mit Reapern zu rushen. Deswegen gucken wir uns einmal den Reaper an, damit wir jetzt genau wissen, was der Reaper kann und wir keine Angst vor dem haben. Ja? So, der Reaper, den kann man direkt bauen. Ich nehme schon mal zweites Gas, wir brauchen nämlich für die anderen Sachen gleich sehr viel Gas. Der Reaper, den kann man sofort bauen, ja, und der kostet 50 Gas. 50 Mineralien und 50 Gas. Das heißt, der Gegner braucht auf jeden Fall auch Gas, um ihn überhaupt zu bauen. Ja. Wir wollen erstmal keinen Reaper bauen. So, der interessiert uns erstmal herzlich wenig. Aber wir wollen wissen, was der kann. Damit wir nicht völlig überrascht werden von dem. So, ich nehme hier Gas, weil gleich kommt noch mehr. Also, ich brauche direkt mal zwei Reaper. So. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen in euren Matches? Marines und Marauder kennen wir natürlich. So, der Reaper. Seine Sonderfähigkeit ist, er kann Klippen hoch und runter springen. Und auf den meisten Maps gibt es einen so einen Spot, wie man halt, also quasi eine Hintertür, wo man hoch kann. Wie hier. Ja? Man kann immer, es gibt immer den Vordereingang, aber es gibt meistens auch eine Klippe, die man hoch und runter springen kann. Quasi eine Backdoor. Ja. Das ist erstmal wichtig zu wissen. Das heißt, wenn wir mit unserer Armee hier vorne an unserer Rampe stehen oder hier unsere Expansion verteidigen wollen, dann haben Reaper immer die Möglichkeit, hier hochzukommen. Oder es gibt manchmal auch so Sonderwege, wo ein Reaper rüber kann. Hier sowas oder so. Ne? Das heißt erstmal, wir müssen das wissen. Die können Klippen hoch und runter springen. Dann sind sie halt sehr, sehr schnell und die haben eben noch eine weitere Besonderheit. Sie regenerieren HP. Also, wenn man sie nicht mehr angreift. Das heißt, ja, wir sehen es gleich. Irgendwann fängt er an, jetzt wieder zu regenerieren. Das heißt, der Gegner könnte versuchen, immer mal wieder mit Reapern kurz anzugreifen, unsere Marines oder Marauder oder was auch immer wir haben, kurz anzukitzeln und dann wieder wegzufahren.
Er heilt sich hoch, wir nicht, denn wir haben noch gar keine Medivacs. So, ich baue schon mal irgendwie eine Factory, weil die brauchen wir gleich. Ja, das ist eben, das kann man eben als Taktik nutzen. Gerade im Early Game kann es sein, dass der gegnerische Terraner versucht, irgendwie auf 10 Reaper oder so zu kommen oder mit 5 oder so angreift. Ne? Und die sind eben stark in Greens. Gerade in Masse. Denn zusätzlich können sie noch so, wenn wir halt unsere Marines angreifen, können die noch so eine Bombe legen. Bumm. Auf unsere Marines drauf. So, und das Wichtige ist halt, dass alles, was sich in dieser Bombe befindet, kurz weggesprengt wird. Also es bekommt halt Schaden und wird auch noch kurz nach hinten katapultiert. Und das können halt Spieler nutzen, um uns ein bisschen zu outmicro. Ja. Und es macht übrigens auch Friendly Fire. Das heißt, es trifft auch die eigenen Reaper. Bumm. Genau, und das ist der Reaper. Der kann sehr früh bei uns sein. Einer ist sogar normal, ne? Bei einem müsst ihr euch keine Sorgen machen. Aber sobald es irgendwie drei werden, also zwei ist auch noch einigermaßen normal sogar in dem Matchup. Ja, aber die können halt früh kommen. So. Gut, jetzt haben wir eine Factory. Ich baue schon mal einen Starport, weil den brauchen wir gleich auch. So, wir bauen mal alle Units einmal aus der Factory, damit wir wissen, was die können. Wir müssen in diesem Matchup, oh, ich wollte keinen Reaktor, sondern einen Tech-Tab bauen, müssen wir so ziemlich jede Unit kennen, beziehungsweise müssen wir nicht, aber es ist sinnvoll, so zu diesem Zeitpunkt. Ne? Deswegen bauen wir zumindest mal einmal alles und gucken uns das an. Hellions werden wir übrigens zum ersten Mal selbst bauen, denn Hellions sind unser Counter gegen Reaper, ja, gegen diese frühen Reaper. Sobald wir einen Hellion auf der Map haben, sind wir quasi... können die Reaper nicht mehr viel machen. So, Hellions sind halt, halten halt viel mehr aus, machen extra Schaden gegen Reaper, sind genauso schnell oder genau, sind glaube ich sogar, kann man das irgendwo sehen. Also, wo sieht man das? Moonspeed 595, Reaper 525. Sind also sogar einen Tick schneller. Das heißt, Hellions sind so unser Counter gegen frühe Reaper. Deswegen werden wir auch mit als erste Units Hellions aufs Feld bringen, aber das sehen wir nachher bei der Build-Order. Ja, Hellions machen Bonusschaden gegen Light Units, wozu Reaper eben gehören, diese Light. Und das Interessante, die machen halt auch Splash Damage. Es kann sein, dass der Terraner versucht, euch in die Eco-Line zu fahren und versucht, die SCVs zu rösten. Ja, das ist eine sehr starke Strategie. Sollte man auf dem Zettel haben. Ja, der könnte sogar mit einem Medivac, das kennen wir ja, könnte der versuchen, Hellions unsere Basis zu droppen und unsere Economy-Line rösten. Und dann ist das Spiel halt vorbei, wenn wir nicht aufpassen. So, das ist das Hellion. Dann, Widowmines. Ja. Widowmines sind diese kleinen, die haben keinen Angriff, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, aber die können sich einbuddeln und können dann quasi so eine kleine Mine, also die können halt einmal quasi explodieren oder was auch auf euch schießen und das macht Splash Damage. Ich kann es hier leider nicht demonstrieren, weil man kann das nicht auslösen, ohne dass ein Gegner darüber läuft. Aber ihr seht hier einen Radius. Immer, wenn ihr in so einen Radius reingeht, dann habt ihr auch kurz eine Millisekunde Zeit, um zu reagieren und sogar nochmal aus dem Radius rauszugehen eventuell. Ja, kann halt passieren. In diesem Matchup nicht so relevant, außer der gegnerische Terraner versucht, mit einem Medivac Widowmines hinter eure Minerals zu bringen. Wird nicht mehr so oft passieren, kann aber passieren. Sobald die Widowmine einmal geschossen hat, ist sie übrigens sichtbar für euch. Ja? Ansonsten ist sie unsichtbar. Ihr braucht halt einen Scan, um sie aufzudecken, aber sobald sie einmal geschossen hat, könnt ihr sie sofort abräumen. Deswegen ist sie auch nicht mehr so stark. Ihr solltet aber wissen, dass es sie gibt. Nicht, dass sie euch irgendwie off-guard erwischt. So, Cyclones sind sehr in Mode aktuell in diesem Matchup. Wir werden keine Cyclones spielen, aber es kann sein, dass der Gegner mit Cyclones eröffnet. Solltet ihr nicht von überrascht sein, steht einfach defensiv gegen Cyclones. Dann habt ihr keine Schwierigkeiten. So, dann habe ich hier ein Tech Lab gebaut. Wir spielen ja erstmal Marine Marauder Medivac Style, ja, um das komplett kennenzulernen und wollen das auch erstmal weitermachen. Ich baue hier schon mal ein Tech Lab an dem Starport. So, und eine wichtige Sache gibt es noch, nämlich die Siege Tanks. Ja, Thors und Helvets ist egal, die sind halt auf dem Feld, sind wir sogar gut gegen. Aber es ist nochmal wichtig, dass es Siege Tanks gibt. Habt ihr wahrscheinlich auch schon öfter gesehen. Wir wollen noch einmal kurz durchgehen, wie man sich dagegen verhält. Gleichzeitig baue ich hier mal einen Liberator und eine Banshee.
Und hier gibt es auch ein Upgrade, was sehr, sehr wichtig ist in diesem Matchup. Das heißt Cloaking Field. Ja. Das ist hier das E-Upgrade. Das andere interessiert uns erstmal nicht, aber ich erforsche es mal, damit ihr seht, was man damit machen kann. So, Siege Tanks werdet ihr auch sehr häufig in diesem Matchup sehen. Die kann man halt siegen, so, und dann sind die sehr stark. Die haben eine unglaublich weite Range und machen Splash Damage. Das heißt, die treffen mehrere Units, die nebeneinander stehen. Ja, es ist für uns nicht sehr einfach, mit Marine Marauder Style Siege Tanks richtig zu engagen. Aber das wollen wir üben. Ja. Siege Tank, wenn er schießt, bumm, sieht so aus. Wenn wir aus dem Radius raus sind, kann er auch nicht treffen. Das heißt, sollten wir irgendwie sehen, wenn wir angreifen, dass der Terraner irgendwie mit 10 Siege Tanks hier oder so sitzt, dann greifen wir natürlich nicht drin einfach YOLO rein. Ne? Da müssen wir andere Wege finden, anzugreifen. Das Beste für uns als Marine Marauder Spieler ist, die gegnerische terranische Armee auf der Map zu treffen und sie möglichst auf einer breiten, auf einer offenen Fläche zu engagen. Wenn der Siege Tank Terraner irgendwie defensiv steht und irgendwie seine Siege Tanks klumpt, sollten wir nicht engagen. Es sei denn, wir sind eben sowieso schon so weit vorne, dass es egal ist. Ja, das ist mal zum Siege Tank. Dann gibt es den Liberator. Der Liberator ist eine fliegende Unit und er könnte eingesetzt werden, um euch auch zu harrison, also wie mit Hellions oder Widowmines, könnte der gegnerische Terraner versuchen, früh einen Liberator aufs Feld zu bringen und den irgendwie hier zu platzieren. So. Der macht dann so ein Feld auf dem Boden, das sieht man auch. Und alles, was jetzt in diesem Feld ist, attackiert der Liberator automatisch. Das sind jetzt natürlich meine eigenen, aber ich kann jetzt mal das demonstrieren, indem ich einfach hier einen Tech-Move auf meine SCVs mache und wir sehen, der One-Hitted. Boom. So ein Liberator ja, ist halt relativ schwierig zu engagen. Wenn der Gegner sehr gut ist, dann wird er natürlich erstmal das nur so am Rand machen oder so. Ja? Und dann haben wir erstmal ein Problem. Dann müssen wir mit unseren Marines quasi an den Rand gehen. So, aber wenn wir sehen, dass wir quasi nicht rankommen, das Erste, was wir natürlich machen, ist erstmal unsere SCVs kurz zur Seite nehmen. Ja? Zack, damit hier nichts meint an diesen Blocks. Und dann müssen wir halt mit 5 oder 6 Marines unter den Liberator laufen und den raussnipen. Dabei werden wir natürlich auch ein paar Marines verlieren. Aber im Endeffekt müssen wir das versuchen so zu clearen mit unserer Strategie. Passiert aber nicht so oft. Gerade auf dem unteren Level ist es halt auch echt stressig, einen Liberator zu benutzen. Und immer wenn ihr geharrassed wird, seid auch euch darüber bewusst, der Gegner wird seinen Fokus darauf haben, was er gerade mit seiner Unit macht und wird hinten schlecht makron. Das heißt, wenn ihr weiter makrot, dann habt ihr noch immer, seid ihr im meisten Fall sogar gleich auf, wenn ihr gut makrot. So, dann gibt's die Banshee. Die wird es so oft geben. Ist einer der beliebtesten Harassment-Units im TVT. So, und auch die Banshee hat es auf eure SCVs abgesehen. Wir werden uns mit einer gegen eine Banshee absichern, indem wir halt einen Turret in unsere Minerals bauen. Das ist immer das Erste. Sobald wir sehen, okay, der Gegner baut Banshees, sofort einen Turret in die Minerals. Wenn wir es eh nicht schon haben. Die Banshee two-hittet unsere SCVs. Ist also auch sehr stark gegen SCVs. Und zusätzlich habe ich das Upgrade erforscht, damit die Banshee unsichtbar wird. Ja? Cloaking Field. Zack. Die hat nämlich Energie wie unser Command Center. Und die ist jetzt unsichtbar. Die ist für den Gegner nicht zu sehen. Es sei denn, er deckt sie jetzt mit einem Scan auf. Na, wir wissen ja, wir haben... Na, Orbital Command habe ich jetzt nicht erforscht. Aber wir kennen die Fähigkeit Scan. Das heißt, wenn wir kein Turret haben, dann müssen wir mit unseren Marines möglichst unter die Banshee laufen. Wir sehen hier so flimmern. Also wir sehen, dass sie da sind und dass sie schießt. Und dann einen Scan verwenden. Gleichzeitig müssen wir sofort Turrets bauen, ja, in unsere Minerals. Oder auch mal eine Turret irgendwie in die Mitte von zwischen unseren Basen. Denn Turrets haben ja auch Detection, die... decken Banshees auf. Gleichzeitig schießen in die Luft. Gegen die Banshees zu verteidigen mit unserem BO ist nicht wirklich das Problem, wenn wir halt die Turrets richtig am Start haben. Liberator zu verteidigen ist schon deutlich schwieriger, falls wirklich mal einer kommt. Ne, und er es schafft, hier hinter die Minerals zu kommen und wir sehr spät reagieren, ne, dann haben wir halt ein Problem. Dann müssen wir mit den Marines da unter, werden ein paar verlieren, aber er verliert auch Liberator. Ist halt eine sehr große Investition. So, und das sind die wichtigsten Units. Die kennen wir jetzt alle. Und dementsprechend werden wir uns jetzt zuerst einmal die Build-Order angucken, die wir heute spielen in diesem Matchup gegen Terraner.
So, wir werden nämlich jetzt in diesem Matchup ganz anders starten. Das ist wirklich am meisten der größte Unterschied in allen BOs überhaupt, denn wir wollen schnelle Hellions auf Feld bringen und wollen eine schnelle Factory, deswegen starten wir auch komplett anders. Ihr seht hier schon das erste Supply Depot, das baue ich quasi in den Gasweg, denn wir werden nicht an unserer eigenen wir werden nicht wallen vorne gegen Terran und wir bauen bei 14 Supply sofort ein Gas, ja, Gas first. Das Ziel ist nämlich eine schnelle Factory und eine Factory kostet 100 Gas und mit dieser BO sind wir so quasi gegen alles safe, was der Terraner im Early Game gegen uns werfen kann. Ist auch üblich, das zu machen. So, die Barracks setzen wir bei 15, das Depot, das versenken wir sofort und gehen hier natürlich mit drei Workern sofort ins Gas. Wenn wir es vergessen, dann bringt uns Gas fürs Nix und dann haben wir hier ganz umsonst das gemacht. Wir brauchen nämlich 100 Gas, sobald die Barracks fertig ist. Das ist hier Nummer 1. Wir gehen auf Scouten. Nachdem wir hier diese drei Elemente auf dem Feld haben, also Gas und dann eben die Barracks und wollen einmal sehen, was der Gegner macht. Und wollen vor allem eins sehen, nämlich hat er zwei Gasgasiere. Wenn er zwei Gasgasiere eröffnet, dann kann es eben sein, dass er uns gerade schon irgendwie mit Reapern kommt oder dass er eben schnelle Cyclones baut. Die haben wir ja gerade auch schon kennengelernt. So, im Idealfall habt ihr genau 100 Gas, wenn die Barracks fertig ist und setzt sofort zur Factory an, drückt Marine an, wir brauchen schnell Marine und dann das Orbital Command nicht vergessen bei 20 Supply. Scouten hier einmal rein, zack, so Orbital ist gedrückt und wir setzen sofort das zweite Supply Depot und bauen durchgängig Marines, bis wir 6 Stück haben und bauen dann durchgängig Hellions, bis wir 3 Stück haben. Das ist unser Opener. Wir eröffnen mit 6 Marines und 3 Hellions. Den ersten Marine schicke ich vorne an die normale Rampe. Den zweiten Marine, werdet ihr aber gleich sehen, schicke ich direkt zum Zugang, wo der Reaper kommen kann. In der BO steht zu diesem Zeitpunkt übrigens der sogenannte SCV-Stopp. Wir bauen keine SCVs mehr, sobald wir das Orbital in Auftrag gegeben haben. Denn wir möchten ja auch expandieren. So, und dafür cutten wir quasi SCVs. Wir bauen zu diesem Zeitpunkt keine, damit wir schneller mehr Mineralien haben, um das zweite Command Center an den Start zu bringen. Das zweite Command Center bauen wir übrigens, wenn wir sicher gehen wollen, oben, ja, wie hier. Ich habe jetzt mal die Variante gespielt, wo man das oben spielt und dann runterfliegt. Absolute Prio haben hier übrigens die Units gerade. Wir müssen auf jeden Fall durchgängig Marines und Hellions bauen. Denn gerade im Mirror-Matchup kann es immer sein, dass man sehr schnell rüberläuft, versucht, so viele Units wie möglich aufs Feld zu bekommen. Und deswegen ist es hier essentiell, dass wir halt eben weiter Marines und Hellions pumpen, damit wir eben was haben, falls der Gegner jetzt kommt. Vor allem, wenn er halt Reaper hat. Also gegen Reaper ist das halt der Hardcounter dieser Build. Wir werden auf jeden Fall Probleme mit frühen Cyclones bekommen. Da müssen wir halt oberhalb der Rampe erstmal warten, dass er nicht uns unten erwischt. Das testet ihr aber alles eben aus, ne? Was da eben machbar ist und was nicht. So, wir bauen auch sofort einen Engineering Bay. Während das Command Center sogar noch im Bau ist, das zweite. Und bauen jetzt die zweite Barracks. Sobald wir 6 Marines haben und 3 Hellions, setzen Reaktor an die erste Barracks, damit wir gleich noch mehr Marines pumpen können. Und nehmen das zweite Gas. Sobald das Engineering Bay fertig ist, drücken wir das plus 1 Attack an und setzen sofort ein Turret in unsere Minerals, falls eine Banshee kommt. Ja? Damit das Timing halt sitzt. Falls die Banshee jetzt schon eine kommt, dann haben wir 6 Marines, um kurz gegen die Banshee zu verteidigen. Das Cloak-Upgrade, das dauert noch kurz und wird eben fertig, zusammen mit unserem Turret. Deswegen ist das Timing hier perfekt. Das zweite Command Center habe ich erstmal oben ausgebaut. Ja? Da gibt es halt viele Wege, das jetzt zu machen. Man kann das auch erst runterfliegen und dann zum Orbital ausbauen. Ich bin ein Fan davon, das erst zum Orbital auszubauen und dann runterzufliegen. Wichtig ist, dass ich die Mule jetzt noch nicht sofort schmeiße, denn ich möchte die Mules, möchte ich an die frische Basis möchte ich sie schmeißen. Denn ich möchte ja so lange wie möglich aus der ersten Basis heraus meinen. Natürlich immer weiter Supply Depots und sobald das gelandet ist, schmeißen wir unten die Mules. Pumpen durchgängig weiter Marines, haben hier den Starport auch schon am Start, um schnelle Medivacs aufs Feld zu bringen und werden jetzt auch anfangen, Marauder zu bauen zu diesem Zeitpunkt, während wir Stimpak andrücken und ja. So, im Endeffekt haben wir das gleiche Ziel, wir wollen auf 5 Barracks kommen und ein Reaktor Starport. Ne, wir nutzen die Factory jetzt auch gar nicht mehr, nachdem wir die ersten 3 Hands gebaut haben und einen Reaktor aufs Feld gesetzt haben. Und im Endeffekt möchten wir jetzt dasselbe erreichen wie bei unserer gewohnten BO. Aber das Opening ist halt wirklich sehr, sehr anders.
Und halt auch sehr schwer. Es macht aber viel, viel mehr Spaß, muss ich sagen. Also mir macht diese Build-Order viel, viel mehr Spaß. Mit Factory First, also beziehungsweise mit Gas First und einer schnellen Factory. Vor allen Dingen kann man halt auch die ganzen schönen Cheeses, der Terraner uns, gerade so die Terraner in untere Linien uns entgegenwerfen, zerprallen einfach an unseren Hellions, was wirklich sehr, sehr schön ist. Genau. So, und jetzt versuchen wir einfach, unsere BO runterzuspielen. Wir haben erstmal zwei Barracks und eben den Starport und setzen eben auch das Armor-Upgrade direkt. Die beiden Gasgeräte haben wir wie bisher eben auch genau dann gebaut, also die beiden zusätzlichen. Die ersten beiden Medivacs in Auftrag gegeben wurden. Und im Endeffekt sind wir jetzt quasi zu diesem Zeitpunkt schon fertig. Ne? Wir wollen unsere Economy, wir wollen wieder auf 44 SCVs kommen. Wichtig ist auch, dass wir das zweite Turret in die Minerals setzen von der zweiten Basis. Und dann ist es eben same old story. Ne? So, dass die meisten TVTs, die werden im Early Game entschieden. Je nachdem, was der gegnerische Terraner uns an den Kopf wirft, müssen wir eben lernen, das zu verteidigen. Es ist alles möglich, aber es erfordert eben auch sehr viel Training. Egal was passiert im Early Game, egal wie viele STVs wir auch verlieren und so weiter, ich bitte euch darum, weiterzuspielen und das Spiel auszuspielen, damit ihr halt ein Gefühl dafür bekommt, was möglich ist und was nicht möglich ist. Vor allem TVT ist eben ein Matchup, was eben ja sehr oft mit dem ersten Strike, ob er jetzt unerwartet kommt oder nicht, entschieden werden kann. Aber wir sind ja quasi Makro-Terraner, wir lernen das Spiel gerade erst. Wir wollen die ganzen Terraner, die uns irgendwie Cheese oder sonst was an den Kopf werfen oder irgendwelche All-Ins, die wollen wir ja quasi so gut verteidigen können irgendwann, dass wir einfach 10-mal mehr Units haben, während der Gegner die ganze Zeit seine Attack-Units irgendwie gemikrot hat, aber hinten das Makro vergessen hat, dass wir ihn einfach überrennen, so in der Theorie. Ne? In der Praxis wird halt zu diesem Zeitpunkt schon, werden die meisten, sagen wir mal 80% eurer Spiele entschieden sein in diesem Matchup. Und das ist ganz normal, da müsst ihr euch einfach mit abfinden. Wichtig ist, dass man eben sich nicht davon runterbringen lässt, dass man eben nicht frustriert wird, wenn man eben gerade im TVT oder Mirror Matchup viele Partien einfach verliert, weil gerade am Anfang ist hier einfach am meisten Käse möglich in allen Mirror Matchups. Das ist einfach so. Ja, das ist einfach so und da müsst ihr euch einfach mit abfinden. Und ja, im Endeffekt haben wir jetzt dasselbe Ziel. Wir wollen hoch Makronen auf so 140 Supply, beziehungsweise bis unser Stim und unser Combat Sheet fertig ist. Ihr seid herzlich dazu eingeladen, auch mal früher anzugreifen, um zu gucken, was hat denn der Gegner zu diesem Zeitpunkt. Aber erstmal trainiert er natürlich die BO und gerade das Opening ist eben schwierig. Übrigens, wenn eure im TVT, wenn das Spiel mal länger geht, könnt ihr übrigens eure Hauptbasis, also hier das erste Command Center, könnt ihr irgendwann an eine neue Basis herunterfliegen, ja, weil wir haben ja die Fähigkeit. Wir müssen nicht unbedingt direkt ein drittes Command Center bauen, falls wirklich mein Spiel richtig, richtig lange geht, sondern sobald unsere erste Basis mined out ist, fliegen wir mit dem Command Center woanders hin, an eine neue Location und werden von dort eben weiter minen. Ja, gerade gegen Terran ist wichtig, dass wir, wenn wir engagen und der Gegner Siege Tanks hat, dass wir nicht einfach dumm reinlaufen, sondern dass wir versuchen, irgendwie ein gutes... eine gute Posi zu bekommen, beziehungsweise den Gegner vielleicht sogar auf Guard erwischen und er mit seinen Siege Tanks nicht unbedingt da ist, wo wir gerade angreifen. Und dass wir eben auch Scans benutzen, um zu sehen, was der Gegner macht. Ja, das, gerade wenn wir angreifen, dann wollen wir sehen, wo steht denn der Gegner. Hier sehe ich zum Beispiel, okay, der Gegner ist gar nicht zu Hause. Gut, dann laufe ich einfach rein. Ich bin der mobile Terraner, ich habe Marines und Marauder. Unsere Stärke ist die Mobilität mit Stimpack. Und wenn der Gegner eben rüberlaufen will, dann soll er das machen. Na, es ist jetzt natürlich nur ein Computer, aber im Endeffekt wäre das jetzt ein Realszenario und würden wir einfach reinlaufen und hinten versuchen, so lange wie möglich zu verteidigen. Hier hat er irgendwie komische Sachen gemacht, der generische Terraner. Das interessiert uns nicht. Ne? Das ist ja nur quasi, um einmal hier den Idealbild quasi euch einmal zu zeigen. Es ist eingespielt und gibt es nachher auch als Replay und als Video. Und genau, das ist es dann eigentlich. So, mal gucken, ob ich das hier irgendwie gecancelt bekomme, denn wir machen jetzt mit Zerg weiter. Genau, als Zerg, puh, was gibt's denn da, was wir unbedingt kennen müssen im ZVZ? Ich versuche jetzt hier mal schnell irgendwie ein bisschen zu makronen.
damit wir eben die nötigen Sachen haben. Also wir sollten auf jeden Fall ein paar Dinge kennen. So, ich mache mal den Ton an. Ja, ist ja auch dann sowieso, also wenn ihr jetzt dieses Video guckt, ist ja auch mal interessant für die anderen Rassen zu wissen, was gibt es denn überhaupt noch bei den Gegnern alles. So, ja, und die wichtigste Unit in diesem Matchup, die der Gegner bauen kann, die bauen wir übrigens nicht selbst, sondern wir versuchen die zu countern, ist der sogenannte Baneling. So, viele All-Ins oder Cheeses sind rund um diesen Baneling gesetzt. Für den Baneling braucht ihr 50 Gas, beziehungsweise für das Baneling-Nest. Das haben wir noch nie gebaut. Ja, das befindet sich hier bei den normalen Gebäuden. Und das kann man eben sehr, sehr früh aufs Feld bringen. Und viele All-Ins der Zerg basieren darauf, eben schnell mit Zerglingen und Baneling euch zu rushen. Ja, also ganz früh anzugreifen. Deswegen sollten wir ungefähr wissen, was der Baneling kann. Wir versuchen den Baneling zu countern mit einem Spinecrawler. Den baue ich auch schon mal, damit wir gleich sehen, was der kann auch. Oh, ich habe sogar einen Gegner im Spiel, sehe ich gerade. Wollte ich gar nicht. Genau, wir werden den Gegner einfach jetzt mal Baneling rushen. Natürlich jetzt nicht mehr in der Super BO, weil ich habe einfach alles gebaut, wie ich wollte. Das ist alles nicht optimal. So, aber im Prinzip, sobald das Baneling-Nest auf dem Feld ist, können wir Zerglinge für Gas, für 25 Gas und 25 Minerals, in Banelinge verwandeln. Ja? Und das sind einfach Selbstzerstörungsunits. Die laufen rein und versuchen quasi alles um sich rum in die Luft zu jagen. Und die sind in diesem Matchup am allerstärksten, denn eine Explosion sorgt dafür, dass unsere Zerglinge quasi explodieren. Beziehungsweise die Gegner geschehen. Warte mal, machen die keinen Friendly... Nee, die machen tatsächlich keinen Friendly Fire. Ich hab gerade gedacht, die machen Friendly Fire. Man kann sich auch selbst in die Luft jagen. Also ich versuche mal beim Gegner einen reinzulaufen. Während wir einen Spinecrawler nehmen wir ab jetzt in unsere Build-Order auf. Ja? Den kann man auch auswurzeln, woanders hin tun. Und den Spinecrawler wollen wir immer vor unsere zweite Basis setzen. Oh. So, wir laufen jetzt mal mit dem Baneling hier rein. Guck mal, der Gegner läuft auch mit dem weg. Der hat hier sogar gemicrot kurz. Denn er möchte seine Zerglinge möchte auf keinen Fall in die Baneling laufen lassen. So, und wir haben schon gesehen, Roaches waren da. Und Roaches sind so der Counter gegen Baneling. Die wird man in den meisten Fällen aber nicht früh auf dem Feld haben. Das heißt, wenn ein richtig früher Baneling All-In kommt auf einer Basis, dann brauchen wir vor allem eins, nämlich Spinecrawler. Wir brauchen mehr Queens und wir brauchen Zerglinge. Ja, und wir sollten versuchen, das ist wirklich das allerschwerste Micro, zumindest im Early Game, wenn nicht sogar das schwerste Micro überhaupt, ja, mit Zergling gegen Baneling zu Micro. Im Idealfall wollen wir immer ein Baneling mit zwei Zergling angreifen, aber natürlich sind wir überhaupt nicht so weit, dass wir das können. Deswegen versuchen wir uns mit Queen und Spines einzudecken, ne, gerade wenn er auf einer Basis kommt. Im Endeffekt wollen wir aber schnell auf Roaches, dafür haben wir nämlich später einen Roach Rolling und versuchen dann eben Zergling und Baneling All-Ins, die aus, aus zwei Basen zu kommen, mit Roaches zu verteidigen. Genau. So. Baneninge. Gibt's. Kann man viele von bauen. Früh. Gefährlich. Baneninge two-shotten übrigens Drohnen. Das heißt, ein Baneninge reicht nicht aus, um unsere Drohnen in die Luft zu jagen. So. Dann gibt es eine Unit, die wir noch unbedingt, zwei Units, die wir unbedingt kennen sollten. Als Zerg und auch wenn wir nicht Zerg sind. Und zwar einmal die Lurker und einmal Mutalisken. Lurker sind Units, die buddeln sich ein, die sind also unsichtbar. Das heißt, dafür brauchen wir Overseer. Aber wir haben ja theoretisch, wenn wir es nicht vergessen, immer Overseer auch in unserer Army. Und Mutalisten sind halt fliegende Units. Und werden besonders in diesem Matchup noch gespielt. Und wir werden uns mit Mutalisten, wie gegen alle anderen Units von anderen Races, mit Sporecrawlern innerhalb unserer Basis verteidigen. Ja? Nur, die Sache ist, Mutalisten kann man erst sehr spät bauen. Dafür braucht man nämlich ein Lair und dann noch ein Spire. Das heißt, wir brauchen die Sporecrawler nicht so früh in den Minerals. Wir werden sie erst zu einem späteren Zeitpunkt bauen. Ja? So standardmäßig in unserer BO. Genau, ich baue jetzt hier einmal Spire und wir brauchen für den Lurker, brauchen wir übrigens, neuerdings, brauchen wir nicht nur einen Hydra-Den, den wir dann upgraden, nein, wir brauchen einen Hydra-Den und dann nochmal den Lurker-Den. Das ist also ein langer Weg zum Lurker, aber ihr werdet in diesem Matchup auch auf den einen oder anderen Lurker treffen und ihr solltet eben wissen, was die können.
Genau. Ihr seht, der Spire, der dauert extrem lange. Das heißt, es dauert wirklich sehr, sehr lange, bis man Mutalisten auf dem Feld hat. Und das Schöne ist, dass Spawncrawler extrem stark sind gegen Mutalisten. Das heißt, wenn wir eh schon pro Basis einen Spawncrawler auf dem Feld haben, später mal in einem richtigen Szenario, dann haben wir zusammen mit unseren Queens, die ja auch in die Luft schießen können, schon mal einige gute Möglichkeiten, um gegen Mutalisten zu verteidigen und bauen dann halt ein paar mehr Hydras als sonst. Und Hydras können dann eben zusätzlich nochmal gegen Mutas verteidigen. Und wenn Mutas eben keinen Schaden machen in unserer Economy, dann sind sie eigentlich schon gecountert, denn im direkten Fight sind Mutas nicht viel wert, ja. Wenn wir eine gute Defense haben gegen R, können wir einfach rüberlaufen und den Gegner finishen. Beziehungsweise wird dann sehr, sehr schwer für ihn zu verteidigen. So, Spire ist fertig. Ich werde einmal ein paar Mutas bauen. Spy, mehr Gas haben wir gerade nicht. Und baue dann einmal einen Lurker-Den, der freigeschaltet wurde, wenn wir den Hydra-Den auf dem Feld haben. Haben wir auch kein Gas für. Hab leider nur ein Gas. Brauchen 150. Aber wir wollen noch mal kurz sehen, was die können. So. Lurker, Lurker, Lurker. Und zwar, wie Zerglinge, die dann Banelinge entwickeln, ermöglicht der Lurker denn, dass wir Hydralisten, die wir ja schon kennen, wiederum in Lurker weiterentwickeln können. Ja? So, dann haben wir hier ein paar Drohnen und Gas und alles. Sonst haben wir hier gar nichts. So, ich baue mal zwei Hydras. Sobald wir können. Oh nein! Ach, der Gegner. Deswegen wollte ich nicht mit dem Gegner im Spiel sein. Jetzt verliere ich mich gegen den Gegner. So, wir haben aber Mutas. Die fliegen meist geklumpt rum. Meistens auch nicht nur zwei, sondern eher 10 oder 20 oder 30. Und die versuchen vor allem, die sind sehr mobil und versuchen halt unsere Drohnen zu töten, ja? Bumm, Drohnen ist tot. So, Lurker Dennis ist leider noch nicht durch. Ich hoffe, der lässt mich noch ein bisschen am Leben hier, aber ich gehe davon aus, eher nein. Den kann ich unmöglich verteidigen. Der hat viel zu viel. Oh nein! So, Leon, wenn wir nachher spielen, du bekommst die Aufgabe, Lurker zu bauen. Damit wir sehen, was Lurker sind. Das muss jetzt reichen. Aber das ist der Tech-Weg. Ja? Lurker gucken wir uns nachher an. So. Im Zerg-Matchup werden wir auch einiges ändern, aber nicht so viel. Wir gucken uns das mal an, wie das aussieht. Und im Endeffekt werden wir hier auch anders eröffnen. Wir werden ein Bild wählen, mit dem wir nicht allzu schnell auf den Leer gehen, sondern mehr auf schnell Economy. Und mit dem wir die Möglichkeit haben, eben vor allem gegen die ganzen frühen Zerkling und Baneling und Roach All-Ins oder was es alles gibt, zu verteidigen. Ich finde, das ist mit Abstand am schwierigsten, das Early Game in ZVZ. Das erfordert am meisten Übung und man wird am meisten verlieren. Beziehungsweise in allen drei Matchups gibt es wirklich sehr viele Early Game All-Ins, die extrem schwer zu verteidigen sind. Aber wenn man erstmal weiß, wie man die verteidigt und damit klarkommt, dann hat man eigentlich immer einen guten Vorteil, wenn man es verteidigt. Wir öffnen auch in dieser Build-Order Pool first. Hatchery first wäre zu greedy, gerade in dem Matchup. Kann immer was passieren und wir sind sofort tot gegen richtig frühe Zerklinge. Denn wir müssen ja immer auf dem Zettel haben, der gegnerische Zerg, wann kann er frühestens angreifen? Er kann sofort einen Spawning Pool aufs Feld setzen, ne, mit 12 Drohnen und versuchen uns Zerklinge rüber zu schicken. So, das müssen wir immer auf dem Zettel haben. Bauen dann aber eine 17er Hedge und eben das 17er Gas, wie wir das kennen. Und bisher sieht erstmal alles normal aus, ne, wie wir es halt kennengelernt haben. Wir werden aber gleich eine kleine Änderung vornehmen. Und zwar ab dem Zeitpunkt, zu dem wir 100 Gas haben und das Cycling Speed Upgrade andrücken. Zu diesem Zeitpunkt. So, die Overlords bin ich gar nicht drauf eingegangen. Es gibt ja im Gegensatz zu den Terranern und dem Protoss, hat Zerg selbst keine Units im Early Game, die nach oben schießen können, außer Queens. Und Queens, die müssen ja die Hatcheries injecten und die bleiben meistens einfach an den Hatcheries dran. Das heißt, wir setzen unsere ersten drei Overlords in den Laufweg. Ja? So, der erste Overlord, den versuchen wir möglichst nah an die Natural Expansion des Gegners heranzubringen.
Aber so, dass er nicht stirbt. Denn trotzdem kann die Queen ja rauslaufen und versuchen, unseren Overlord zu snipen. Und das wäre doof. So, den zweiten Overlord, den werden wir halt ein Stück davor auf den Laufe geben. Und den dritten Overlord, den geben wir vor unsere Natural Expansion. Hier seht ihr den Spinecrawler, den bauen wir direkt bei 100 Gas zusammen mit den Roach Warren. Und zwar möglichst so wie hier, dass er an unserer Natural Expansion ist und unsere Queen dazwischen passt. Denn wenn die Queen dazwischen steht, kann sie nicht von Zerkling surrounded werden und hält viel, viel mehr aus und kann viel besser mitverteidigen und kann gleichzeitig die Basis hier surrounden. Gleiches mache ich übrigens mit dem Spawning Pool in der Main Base, solltet ihr euch im Detail nochmal ansehen. Queens möglichst so immer stehen lassen im Early Game gerade, dass sie nicht surrounded werden können. Würde der Gegner jetzt noch weiter All-In, dann könnten wir jetzt eben Roaches bauen. Wir haben ja den frühen Roach Roaren. Aber in der Theorie wollen wir erstmal hochdrohen. Ja? Wir wollen drohen. Und was jetzt anders ist, ist, dass wir nicht direkt den Leer andrücken, wie wir es gewohnt sind, sondern wir werden unsere zweite Basis voll saturieren mit 16 Drohnen und werden dann direkt eine dritte Hatchery nehmen. Ja? Wir wollen hier möglichst schnell unsere Economy boosten, während wir hier mit unseren beiden Scoutling möglichst aktiv sind und danach gucken, ob der Gegner aus seiner Basis rausläuft oder nicht. Werden wir hier eine dritte Hatchery bauen, so, und werden dann zusammen mit der dritten Hatchery auch ein drittes Gas nehmen und dann erstmal mit zwei voll saturierten Basen und zwei Gasgansieren auf den Leer gehen. Ja. Zack, plus Evolution Chamber, kämen wir zusammen mit dem Leer. So, aber jetzt, während die dritte im Bau ist, bauen wir erstmal Roaches. Denn es ist jetzt üblich, dass zu diesem Zeitpunkt viel passiert. Deswegen wollen wir sehr, sehr früh Units aufs Feld bringen, und zwar Roaches, um gegen alle möglichen Zerkling und ja, eben eventuell sogar Roach All-Ins klarzukommen. Bauen wir jetzt Roaches. Denn ihr müsst ja immer daran denken, der Gegner, der hätte schon längst Units auch bauen können. Ne? Wir wollen natürlich eigentlich keine Units bauen, aber so als Sicherheitsmaßnahme, wenn wir jetzt immer weiter drohen und der Gegner die ganze Zeit irgendwie 10 Roaches aufbaut und dann, dann nochmal 10 weitere und mit 20 rüberläuft und wir noch 0 Roaches auf dem Feld haben, dann sind wir halt einfach dead. Dann können wir nichts machen. Dann war es es einfach. Und gerade in diesem Matchup 10 oft irgendwie 2, 3 Units mehr, 10 sehr, sehr viel. Der Verteidiger hat immer einen Vorteil, denn unsere spawnen Units sind da schneller bei uns. Gerade im ZVZ macht das sehr viel aus. Aber trotzdem wollen wir, bis die dritte Basis da ist, wollen wir Roaches bauen. Ja? Wenn die dritte dann durch ist, dann werden wir erstmal weiter saturieren. So, und unser Ziel ist es jetzt, schnell auf 4 Gasgasiere zu kommen und erstmal die Eco voll zu machen. Ja? Wir haben auch die dritte Queen, wir drücken Roach Speed an, habe ich jetzt ein bisschen zu spät, gucken immer mal wieder vorne. Wenn der Gegner uns angreift, müssen wir natürlich sofort Roaches pumpen. Baue zu diesem Zeitpunkt jetzt gegen Mutas, gegen schnelle Mutas, Sporecrawler, ein pro Basis, damit wir nicht von Mutas überrascht werden. So, und wie wir es kennen, wir nehmen jetzt auch 8 Drohnen aus der Main Base runter und lassen nur noch 8 an den Minerals aus der Main. Wir gehen also nicht auf die maximale Eco, denn wir wollen ja aus unserer Mainbase möglichst lange auch meinen und gehen dann eben auf 4 Gasgasiere plus ja, die 8 auf den Minerals in der Main, 16 auf den Minerals in der Natural und auf der dritten eben auch 16 auf den Minerals. So, wir bauen noch einen Hydra dann und sobald wir dieses Setup haben, fangen wir an, wieder Roaches zu pumpen. So, wir sehen es hier. Ich check nochmal alle Basen. Habe sogar eine Drohne zu viel gebaut. Ist dann nochmal so. Und pumpen Roaches. Ja. Die meisten ZVZs, ja, die drehen sich so ein bisschen um das Roach Speed Upgrade übrigens. Ihr werdet 4 Roach gegen Roach haben, wenn der Gegner euch nicht im Early Game gecheased hat. Und da ist einfach Massen auf den Kopf geben. Ne? Eine Roach-Wand läuft gegen eine Roach-Wand. Und man betet, dass man mehr hat oder dass man ein Upgrade mehr hat oder so. Deswegen drücken wir auch sofort das 2er Attack Upgrade an, sobald das erste durch ist. Das macht irgendwie sehr viel aus. Wenn ihr mal einen Roach-Kampf verliert und mal euch wundert, warum, weil ihr genauso viel hattet, dann kann es daran liegen, dass vielleicht der Gegner das 2er Attack Upgrade schneller hatte. Das kann man übrigens checken, wenn man auf eine gegnerische Roach drückt, dann sieht man eben auch das Upgrade unten im Screen. Genau, so, Hydra dann haben wir 2 Upgrades, die wollen wir nacheinander erforschen und wir pumpen erstmal auf 140 Roaches. Bevor wir dann angreifen, nehmen wir noch die beiden fehlenden Gasgasiere, denn für Hydras brauchen wir mehr Gas und sind dann quasi auf 6 Gas und das ist dann auch unsere volle Eco. Drücken noch einmal Drohnen rein,
damit wir eben alles voll saturieren können. Bei 140 wollen wir aber schon angreifen ohne Hydras. Ja. Das heißt, die Hydras und das plus 2 Attack Upgrade sind so eher unser Follow-up. Wir wollen spätestens zu diesem Zeitpunkt, ihr könnt natürlich auch, ihr seid herzlich dazu eingeladen, das auch schon vorher versuchen, wollen wir aber standardmäßig gucken, ob der Gegner überhaupt so viel hat wie wir, falls er noch nicht angegriffen hat. Ja. Und vielleicht sogar schon mal abtauschen. So. Und jetzt werden wir hier auch einen einzelnen Lurker irgendwo sehen, der hier irgendwo Stacheln aus dem Boden schießt. Nee, den erforscht er gerade noch. So, weil ich habe hier vergessen, einen Overseer zu morphen. Ich habe zu diesem Zeitpunkt keinen Overseer dabei. Da sieht er den Lurker schießen. Und das wäre jetzt fatal gewesen, wären da mehrere gewesen. Denn hätte ich den nicht aufdecken können, ja, standardmäßig steht in der BO drin, dass ihr zu diesem Zeitpunkt längst einen Overseer an eurer Army dran habt, genau für solche Fälle, denn die Lurker sind eingebuddelt und unsichtbar und schießen diese Stacheln aus dem Boden. So, falls das Spiel weitergeht oder ihr euch entschieden habt, nicht anzugreifen, füllt ihr jetzt eure 140 Road Supply mit Hydras auf. Hydras, wissen wir ja, sind unsere Damage-Dealer in der zweiten Reihe. Hier übrigens durch unsere Queen ein paar Hydras in der Main verbuggt. Das sollten wir mal checken, ob unsere Queens da nicht in die Laufwege auch blocken. Ich weiß nicht, warum das jetzt genau bei diesen Hydras passiert ist und bei den Roaches vorher nicht. Kann ich auch nicht sagen, aber manchmal passiert das halt. Sollte man überprüfen, ob das ist. So, und ja, der Gegner ist jetzt quasi tot, aber ich habe jetzt einmal noch das Szenario gespielt, ne, dass man jetzt halt eben hier nochmal Hydras aufs Feld bringt. Und dann quasi ja, wird der Gegner überrollt und das war's. Und das ist die Zerg-BO. Also im Early Game unterscheidet sie sich vor allem dadurch, dass wir unsere dritte Basis deutlich schneller haben. Wir haben deutlich schneller eben auch viel mehr Drohnen auf dem Feld. Danach ist aber alles in etwa gleich. Ja. Wir haben quasi dasselbe Ziel. Wir haben den standardmäßigen 140 Supply-Angriff. Und das war's dann auch zu den Dings. Wie heißen sie? Zerg. So, genau. Machen wir weiter mit Protoss. So, oh, ich bin hier schon die ganze Zeit im Spiel. Ich habe schon 5000 Mineralien. Wir bauen mal schnell. So. Was müssen wir wissen bei Protoss? Oh ja, bei Protoss gibt es eigentlich die schrecklichsten Dinge. Nicht nur für Spieler, die gegen uns spielen, sondern auch für uns selbst gibt es Dinge, die sehr schnell einfach alles kaputt machen können und uns zum Heulen bringen. Ja? Die bringen uns wirklich an die Grenzen des Seins. Das Schlimmste sind Dark Templar und Oracles. Ja? Falls ihr die nicht kennt, auch als Nicht-Protoss-Spieler, solltet ihr die auf jeden Fall kennenlernen. Die bringen einen wirklich zum Wein, diese Dinger. Es sei denn, wir haben eine tolle Build-Order aus der Academy und wissen genau, was wir dagegen zu tun haben. Dann ist es unnützer Tech und die laufen einfach gegen die Wand und das Spiel ist direkt vorbei, denn wir haben viel zu viel und können den Gegner einfach überrollen. So, wir bringen das trotzdem einmal aufs Feld. Dafür brauchen wir natürlich den Cybernetics Core. Cybernetics Core können wir erst bauen, wenn Gateway fertig ist. Und über den Cybernetics Core bekommen wir dann noch andere Tags aufs Feld. Wir werden im PvP eine Neuerung vornehmen, was das Early Game angeht. Wir werden nämlich mit zwei Gateways eröffnen, das sehen wir gleich, werden den Nexus viel, viel später spielen und werden uns gegen fliegende Oracles, die hat hier gerade schon angesprochen, werden wir uns mit einer sogenannten Shield Battery in unseren Minerals absichern. Die Shield Battery, die können wir mit einem Cybernetics Core direkt bauen. Und die wollen wir möglichst in die Mitte unserer Minerals platzieren. Und die Shield Battery ermöglicht uns, dass wir relativ safe gegen Oracles sind. So, ich baue die mal direkt. Die ist ziemlich klobig. Müssen natürlich aufpassen, dass wir unsere Laufwege möglichst wenig blockieren. So, wir selbst wollen auf jeden Fall ein schnelles Warp-Gate haben. So, und jetzt, wir selbst bauen nur eine Robo und heute auch mal ein Twilight Council. Aber nicht für das, was wir eben jetzt hier zeigen, sondern um eben, also die Robo bauen wir eben, ne, für Observer auch und die Mortals. Aber wir zeigen erstmal, was ein Stargate kann. Nämlich die kann, ein Stargate kann Oracles bauen, relativ früh und wird auch oft passieren, gerade in diesem Matchup. Und das Twilight Council ermöglicht, dass wir Dark Templar bauen können. Beziehungsweise schaltet den Dark Templar Tech frei. Rocket, zack, aufs Feld. So, falls ein Oracle angeflogen kommt, ist das Schöne, dass unsere Shield Battery unsere Probes gegenhält, automatisch. Da müssen wir gar nichts gegen tun.
Die Shield Battery ist relativ neu. Die gibt es erst seit Dezember letzten Jahres oder so. Aber die hat das Oracle so ein bisschen zumindest aus diesem Matchup rausgenommen. Beziehungsweise man muss ja zwei Oracles bauen, um Probe-Schaden zu machen. Denn mit einem Oracle macht man gegen eine Shield Battery quasi null Schaden. So, ich baue mein Oracle. Das kommt aus dem Stargate. Ne? Wollen wir jetzt noch nicht bauen, aber wollen wissen, wie man da hinkommt und was es macht. So, und das Twilight Council, das schaltet wiederum den sogenannten Dark Shrine frei. Bauen wir mal. Und mit dem Dark Shrine auf dem Feld kann man Dark Templar bauen. Und diese Zeitgenossen, auf die müssen wir halt vorbereitet sein. Haben wir vielleicht schon öfter gesehen. Deswegen haben wir nämlich auch immer einen Observer in unserer Armee unter anderem, damit wir halt Detection haben. So, das Oracle, das kann halt relativ früh bei uns sein. Und mit früh meine ich, wenn wir eben vier Stalker auf dem Feld haben und unsere Shield Battery vielleicht gerade im Bau ist oder gerade fertig wird, wenn es ein sehr schnelles Oracle ist. Und das Oracle hat Energie und mit dieser Energie kann es quasi schießen. Den Strahl muss man aber aktivieren. So, und das Schöne ist, wenn das Oracle jetzt ankommt und wir schon eine Shield Battery in Position haben, dann versucht das Oracle auf unsere Probe zu schießen, aber hahaha, die Probe wird einfach gegengeheilt. Ist das nicht toll? So, okay, jetzt geht mal eine down. Aber wir haben halt sehr viel Zeit, um zu reagieren und das Oracle macht halt fast keinen Schaden, ja? Wenn wir zusätzlich noch unsere Stalker dann in Position bringen, dann ist das Oracle eigentlich schon RIP. Dann ist es eigentlich schon gecountert. Es sei denn, es sind zwei. Zwei Oracles müssen wir natürlich irgendwie auch Stalker nehmen, wenn wir jetzt haben. Ne? Die haben eine ganz gute Range. Die können dann die Oracles irgendwie so wegschießen und verteidigen. Das geht ganz gut. Genau, das sind Oracles, die können früh kommen. So, dann gibt es halt Dark Templar. Vor denen habe ich ja schon mal gewarnt. Die kann man halt mit Dark Shrine bauen und die sind unsichtbar. Und das war es eigentlich. Die sind relativ schwach im direkten Kampf, aber wenn wir keine Detection haben, dann sind wir halt tot. Ja. Und oftmals ist, gerade in diesem Matchup, sind Dark Templar, versuchen viele Spieler, gerade die, die halt dann hinten sind, also die merken, dass sie weniger Economy haben und eigentlich schon dabei sind zu verlieren, versuchen die nochmal zumindest auf Dark Templar zu gehen, um zu gucken, ob wir Detection haben. Denn wenn wir keine Observer und keine Photon Cannons haben, dann laufen die einfach in uns rein, machen unsere Economy kaputt, weil die One-Hitten-Probes, ne, töten unsere Army und das Spiel ist vorbei. Deswegen wollen wir natürlich Observer haben, die kennen wir ja schon. So, dann werden wir ein neues Upgrade erforschen, nämlich das hier im Twilight Council. Das werden wir nämlich heute zum ersten Mal auch bauen, nämlich die Resonating Glaives. Das macht, dass unsere Adepten 45% schneller schießen. Stärkt also unsere Adepten, denn wir wollen einen Angriff mit Adepten und Immortals spielen. Und deswegen nehmen wir dieses Upgrade einfach mit, um das mal kennenzulernen. Ja, aber diese beiden hier, auf die müsst ihr aufpassen. Ganz gefährlich, ganz gefährlich, ne? Ganz gefährlich. Genau. So, und das sind erstmal die wichtigsten Sachen. Der Rest ist nicht so wichtig. Wir kennen auch schon das meiste. So, es gibt ein Problem. Und zwar war das Video noch nicht fertig für diese Build-Order. Und ich muss jetzt einmal sehen, ob ich das hier im fliegenden, in der fliegenden Fernregie von mir selbst hinbekomme. Das einmal kurz einzubauen, damit wir nochmal die Build-Order zeigen können. Denn auch die Build-Order von Protoss unterscheidet sich sehr, besonders im Early-Game. So, gucken, ob ich das von hier hinbekomme. Oder ob ich kurz rüber muss. Protoss, Alter, es ist mittlerweile echt, es ist viel, Leute, es ist viel, aber das Schöne ist ja, das ist ja immer nur häppchenweise für euch, ne? Wenn ihr wirklich lernen wollt, StarCraft zu spielen, ich weiß, also, ich will nicht arrogant klingen oder so, aber ihr findet nichts Besseres im Netz als die Academy. Punkt. Period. Da muss das hin. So, das dauert kurz. Theoretisch. Theoretisch
Habe ich es jetzt hier? Tutitu. So, mal sehen, ob es geht. Wunderbar, frisch aus dem Renderer kommt hier das nächste Video, nämlich der Protoss. Ja, und bei dem Protoss wird sich erheblich was verändern, denn wie bereits angekündigt werden wir, bevor wir unseren Nexus aufs Spielfeld bringen, mit zwei Gateways eröffnen. Ja, denn auch in diesem Matchup hat der Gegner natürlich genau dieselben Möglichkeiten und er kann halt versuchen, eine oder zwei mehr Units aufs Feld zu bringen, bevor wir sie haben und uns einfach überrennen damit, wenn er gut microt. Deswegen sind wir eigentlich gezwungen, wenn wir nicht greedy sein wollen, mit zwei Gateways zu öffnen, besonders seit der Einführung von Adepten, ist es eigentlich töricht, mit einem Gateway zu öffnen. Ja. So, deswegen bauen wir jetzt ein Gateway Chrono Boosten, 17er Gas, gehen scouten, zack, rüber. Und wichtig, jetzt bei 18, baut direkt bitte das zweite Gas, ja? Weil sonst klaut euch der Gegner das. Habt ihr vielleicht schon mal erlebt? Das ist blöd, wenn man. Also in diesem Matchup ist Gas klauen halt extrem mächtig. Ist eigentlich schon Default Win, kann man sagen. So, und jetzt, bevor wir den zweiten Pylon bauen, bauen wir auch direkt das zweite Gateway. Ja, also bevor wir auf den Cybernetic Core setzen, rüber. Und ihr seht, guckt euch das nochmal genau an in dem Video oder in dem Replay. Ich spiele hier mit meinem Rally Point vom Nexus rum. Ich befülle die Gasgasiere nun nach und nach. Wir müssen nicht sofort wie ein Bilder hier 6 Probes ins Gas machen. Wir lassen 16 auf den Probes, ja, und befüllen die dann nach und nach. Müssen wir natürlich später dann daran denken, wäre das jetzt ein echter Gegner, hätte ich nur das Gas geklaut, ist aber kein echter, also ist egal. Müssen später daran denken, dass wir den wieder umlegen, natürlich. Ne? Zweiter Pylon kommt dann übrigens direkt nach dem Cybernetic Core. Den setzen wir wirklich so, dass wir unsere Shield Battery in die Mitte der Minerate setzen können. So, ihr seht hier schon eine Probe aus meinem Gas, die nimmt hier so einen langen Weg, das korrigiere ich hier kurz. Ist jetzt auch nicht weiter wild, wenn euch das passiert, aber na, wenn es halt passiert, dann kann man kurz den Kurs ein bisschen korrigieren. So, wir Chrono-Boosten zwei Stalker, das ist essentiell. Ohne diese zwei Stalker sind wir oftmals einfach RIP und bauen den dritten Pylon schon an unserem zweiten Nexus, der noch gar nicht da ist. Ich nehme jetzt die Probe, die gerade zurückkommt, falls das passt. Aber auf jeden Fall muss zu diesem Zeitpunkt der zweite Pylon kommen. Der ist sogar schon ein bisschen spät, wir sind gleich kurz supply-locked. So, und wir bauen direkt nochmal zwei Stalker, ja, vier Stalker. Die ersten beiden Stalker stellen wir möglichst an den Eingang unserer Natural Expansion, denn was könnte jetzt kommen? Adepten. Ah, ich habe vergessen, euch Adepten zu erklären. Das sehen wir dann nachher, wenn Leon das spielt, hoffentlich. Denn Adepten können im Early Game eingesetzt werden, um an euren Stalkern vorbei zu shaden. Das haben wir ja auch schon mal gesehen mit diesem Geist. Und die können versuchen, dann eure Economy zu töten. So, bei 35 Supply wollen wir einen Nexus bauen, zusammen mit 4 Stalkern. Mit 4 Stalkern haben wir erstmal alles im Early Game, um verteidigen zu können. Bauen eine Sentry, ja, damit wir frühzeitig eben auch ein Guardian Shield haben, falls der Gegner uns mit einem 4-Gator oder so angreift. Chrono boosten einmal unser Warp Gate und bauen sofort die Robo, ja, weil wir brauchen ja unbedingt schnell einen Observer, um gegen Dark Templar was haben zu können. So, dann die Shield Battery. Theoretisch könnte jetzt das schnellste Oracle kommen. Wenn das kommt, dann müssen wir unsere Probes ziehen, beziehungsweise alle Probes einmal markieren mit einem Doppelklick auf eine Probe und die runter zur Natural fahren, auf einen Mineral rechts klicken und mit unseren Stalkern verteidigen, bis die Shield Battery fertig ist. Erfordert natürlich auch so viel Übung. Klingt schon in der Erklärung ein bisschen kompliziert, ist aber gar nicht so kompliziert, wenn man es ein paar Mal gemacht hat. Genau, so wenn wir halt nicht viele Probes verlieren gegen Oracle, ist es noch okay. Also mit vielen meine ich irgendwie 10. So, wir spielen in jedem Fall weiter. Und wir setzen auch eine Forge, bevor die Robo fertig ist. So, mit der Robo wollen wir dieses Mal zuerst zwei Observer bauen. Der erste Observer bleibt auch zu Hause, falls der Gegner mit Dark Templern versucht, in unsere Basis zu kommen.
Diesem ersten Observer, den haften wir auch direkt unsere Stalker. Seid euch darüber bewusst, dass der Gegner ganz theoretisch versuchen kann, mit einem Warp Prism in unsere Main Base zu fliegen und dort Dark Templar reinwarpt. Und wir auf einmal irgendwie Dark Templar in unserer Main Base haben und wir gar nicht wissen, wo die herkommen, die sind dann natürlich mit einem Warp Prism gekommen. Falls das passiert, ist das ein riesen Investment des Gegners. Und solange wir nicht alle alle Props verlieren, ist das noch alles okay. Ja? Spielt immer weiter und versucht das Beste rauszuholen. Mit dem zweiten Observer fliegen wir dann rüber. Wir wollen einmal sehen. Wir wollen einmal sehen, was macht der Gegner. So, Forge ist natürlich plus 1 Attack Upgrade an. Wir nehmen auch ein drittes Gas. Das reicht uns. Das vierte lassen wir erstmal aus und wollen dann eben wie immer 3 Immortals bauen, ein Warp Prism und diesmal auf viele Adepten in unserer Hauptarmee. Na? Denn wir wollen einen Adepten Immortal All-In spielen, beziehungsweise Angriff aus 2 Basen. So, wir bauen dafür auch einen Twilight Council, sobald wir eben genügend Ressourcen dafür übrig haben und fangen auch an, jetzt Adepten hereinzuwarpen. Theoretisch würden wir jetzt fast nur noch Adepten bauen. Und mal ab und zu vielleicht eine Sentry, falls wir zu viel Gas haben, für mehr Guardian Shields. So, aber wir sehen jetzt gleich beim Gegner, der hat halt Void Rays, das sind diese fliegenden dicken Units. Deswegen baue ich ein paar mehr Stalker. Ne? Weil es ist ein Computer, aber auch gegen echten Gegner, sobald wir Void Rays sehen würden, würden wir halt primär eigentlich nur noch Stalker reinwarpen. Denn die brauchen wir gegen R. Ja, unser Eco ist fertig. Wir drücken sofort Resonating Glaze an. Und Krone boosten immer weiter unsere Robo und im Endeffekt kennen wir diese Arme ja schon. Was wirklich jetzt neu für unsere Armee ist, unabhängig jetzt von der Reihenfolge unserer Build Order, ist das Adept Upgrade und dass wir eigentlich einen Angriff spielen wollen, der sich auf den Adept fokussiert. Gehen dann auch wie gewohnt auf 6 Gateways hoch, zack, und greifen dann auch frühestmöglich an. Ja, wenn alle Upgrades fertig sind und das Warp Prism da ist, mit Protoss ist wichtig, dass wir unseren Angriff möglichst gut time und möglichst genau dann hitten, wenn alles fertig ist, was wir haben wollen. Auch mit den anderen Rassen, aber Protoss ist halt noch viel wichtiger. Denn wir haben halt bei Protoss halt diese eine Armee. Ja, wir haben diese eine Armee. Wenn wir diese verlieren, ohne dass wir gut abtauschen, dann haben wir in der Regel auch das Spiel verloren. Wir sichern uns natürlich gerade gegen Protoss dann nochmal mit 2 Photon Cannons in den Minerals ab. Denn eine beliebte Technik in diesem Matchup ist es, Dark Templar erst in die Economy des Gegners zu schicken, sobald wir sehen, dass der Gegner aus der Basis herausläuft. Ja, und wenn wir dann keine Photon Cannons in unseren Minerals haben, dann ist es schön, dass wir Observer irgendwo rumfliegen haben, aber wir verlieren trotzdem unsere Economy. So, ich schicke unseren ersten Observer übrigens genau für den Fall, dass eben Dark Templar kommen, zurück an unsere Natural Expansion und nehme den Observer vorne, der jetzt hier glücklicherweise noch überlebt hat. In den meisten Fällen wird er sterben beim Scouten. Aber wir haben ihn noch, deswegen heftig an einen Immortal. Natürlich wird der Observer nicht gruppiert. Adepten möglichst vor und dann wird hier einfach YOLO reingegangen. Ja, ich micro jetzt hier natürlich nicht viel gegen einen Computer. Ja, und das war's dann quasi. Und das ist erstmal die Theorie, Freunde. Das ist erstmal die Theorie. Das ist sehr viel heute wieder. Ne? Das ist gerade so bei den Mirror-Matchups, gibt es halt auch unendlich viel Theorie. Wir haben jetzt wirklich hier nochmal so die Basics sind wir durchgegangen. Und es können unendlich viele Sachen passieren auch, die ich jetzt hier nicht erwähnt habe. Aber so ein paar wichtige haben wir heute genannt. Und ich hoffe, dass ihr damit ein bisschen zurechtkommt. So, bevor wir jetzt in die Pause gehen, und bevor wir dann anfangen, gegen Leon ein paar dieser Szenarien durchzuspielen, oh Gott, es ist so viel Gelaber heute, ist ja schrecklich, zeige ich euch nochmal kurz die Build Order, zeige ich euch nochmal kurz die Guides auf unserer Homepage. Der ist nämlich bereits online. Bumm. Genau, habe ich ja vorhin schon gezeigt. Woche 4 von 6 ist es. Wer es dazu geschaltet hat, geht einfach auf bonjour.de, oben auf dem Banner oder direkt /Academy. Wir sind hier beim aktuellen Guide, nämlich Advanced Training Woche 4 von 6. Die Aufzeichnung der ganzen Episode, die kommt natürlich hier oben hin, sobald sie verarbeitet und hochgeladen ist, weil wir produzieren das ja gerade erst. Wir haben auch eine Weisheit der Woche. Wir haben wie immer einen Trainingsplan. Hier ist es natürlich auch möglich, dass man, wenn man Mirror-Matchup trainieren möchte, dann im Teil Execution gegen einen Trainingspartner auf demselben Level mit derselben Race spielt. Denn in der Ladder wird man nicht immer sofort auf Mirror-Matchup treffen. Genau, wir haben die Guides. Hier fehlen noch die Build-Order-Videos heute,
Weil, wie gesagt, ich habe wie die Feuerwehr, habe ich hier noch vor der Academy gesessen und alles fertig gemacht. Und die sind gerade noch nicht hochgeladen. Da setze ich mir dann direkt nach der Folge dran. Die BOs findet ihr ja aber schon. Und ihr findet auch schon die Replays, die sind auch schon hier online. Genau. Also es kommen halt noch reichlich Videos hier dazu, ne? Aber das kommt. So, die Weisheit der Woche ist heute eine besondere, das sind nämlich Regeln. Die sogenannten 6 goldenen Makroregeln. So, und die sind ziemlich wichtig. Wir nehmen die aber erst jetzt dran, so, damit ihr eben, weil ne, vorher war es uns alles so ein bisschen wischiwaschi und egal, aber wir geben einmal die Prioritäten durch, wie man dann eigentlich makrot. Die 6 goldenen Makroregeln sind das Gerüst, an dem wir unser Makro aufziehen. Sie sind eine gedankliche Rotation, die wir immer wieder durchlaufen. Und mit immer wieder meine ich immer wieder. Ja? Wir gucken immer wieder in unseren Gedanken rein, was habe ich gerade vergessen, was ist als nächstes dran. Und die sind so ein bisschen, ich nenne ihn mal goldener Faden, an dem man uns langhangeln kann. Und wir versuchen das immer weiter in unser Gehirn reinzuprügeln, bis wir das alles automatisiert machen. So, die allerhöchste Priorität ist das sogenannte Build-Order-Event. Gibt es ein Build-Order-Event, das höchste Priorität genießt? Das kann zum Beispiel ein wichtiges Technologiegebäude oder ein Upgrade sein. Wir ignorieren alles andere, bis wir Events der ersten Priorität abgehakt haben. Ja, zum Beispiel, was sind denn wichtige Upgrades? Bei den Terranern ist es natürlich irgendwie Stimpak. Stimpak ist das wichtigste Upgrade für unsere Build-Order. Oder wenn wir jetzt sagen, wir haben hier einen festen Supply-Punkt und es ist ein Build-Order-Event beim festen Supply-Punkt, dann hat das natürlich allererste Priorität. Das steht hier nicht umsonst, sondern steht da, weil das der beste Zeitpunkt ist. Ja, es kann sein, dass wir in dem Moment keine SCVs bauen oder irgendwas anderes, was uns sinnvoll erscheint, aber wir wollen unbedingt die Factory, ja. Erste Barracks fertig, als allererstes die Factory, das ist das allerwichtigste Punkt. Oder bei Zerg, das allerwichtigste ist, dass wir hier zum Beispiel natürlich sofort immer Upgrades andrücken in der Evolution Chamber, dass wir Road Speed sofort andrücken, dass wir unsere Hydra-Upgrades andrücken. Zergling Speed ist halt auch ein extrem wichtiges Upgrade. Und dass wir eben auch allgemein den Spinecrawler, den wir jetzt kennengelernt haben, immer in die Natural setzen. Weil wenn wir das vergessen, dann werden wir halt überrannt und das Spiel vorbei. Oder bei Protoss, das Warpgate-Upgrade. Ja? Das Wichtigste überhaupt. Wenn wir es nicht andrücken, dann verlieren wir halt, weil wir irgendwann nicht reinwarpen können. Oder dann stehen wir vorne mit unserem Warp-Prism und merken, ach fuck, so, ist vorbei. Oder eben Ground Weapons oder Resonating Glaives. So, wenn wir halt wissen, okay, oder die Robotics Facility, muss halt, oder der Nexus, oder allgemein der Nexus, die zweite Hatchery oder das Command Center, das ist zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und solche Events, die setzen eben andere Prioritäten außer Gefecht. So, das zweitwichtigste ist Supply. Ja, verfügen wir noch über genügend freie Supply-Punkte? Grundlegend bauen wir immer so viele Supply-Depots, Overlords oder Pylons, wie wir voll saturierte Basen haben. Heißt, haben wir irgendwie 2 voll saturierte Hatcheries, dann bauen wir immer 2 Overlords oder Supply-Depots oder Pylons. Stecken wir dennoch in einen Supply-Block, produzieren wir einen Supply-Generator mehr als vorgesehen. Nicht mehr, übertreibt es nicht. Wenn ihr Supply-Block seid, dann baut nicht 4 Supply-Depots, sondern wenn ihr auf 2 voll saturierten Basen seid, dann baut 3. Oder als Terraner checken wir am Supply-Block schnell, ob wir noch Energie für einen Supply-Drop haben und machen normal weiter. Denn wir haben ja die Fähigkeit Supply-Drop. Im Notfall, wenn wir Supply-Block sind, also unsere Depots komplett verschlafen haben, nutzen wir einen Supply-Drop und ne, setzen dann so viele Depots wie vorgesehen. So, dann, also ne, Supply-Generatoren sind halt so wichtig, weil wenn wir Supply-Block sind, dann können wir halt nichts machen. Dann gehen unsere Mineralien und Gas, das geht dann hoch. Und dann hat der Gegner mehr als wir. Und dann sind wir tot. Ne? Müssen wir uns immer klar machen. So, dann Makrofähigkeiten sind fast genauso wichtig, aber nicht ganz so wichtig. Müssen wir eine Mio schmeißen bei den Terranern? Können wir injecten? Sitzen die Injects bei den Zerg? Haben wir Energie für einen Chronoboost und können ihn sinnvoll einsetzen? So, das ist das, worauf wir danach gucken. Denn wenn wir unsere Makrofähigkeiten perfekt einsetzen, dann ist unser ganzes Makro besser als das vom Gegner,
Wir haben viel bessere Einheiten und viel mehr Einheiten und rollen ihn einfach über. So, dann Worker Units. Haben wir Worker im Bau. Wir möchten durchgehend Worker produzieren, bis wir die vorgegebene Anzahl der Build-Order erreicht haben. Vergessen wir die Worker-Produktion, werden sich alle anderen Schritte verzögern. Ja? Haben wir also abgehakt? Muss ich irgendwas ganz Wichtiges? Muss ich Robotics Facility jetzt setzen? Oh, fuck, ja. Okay, ich setze sie. So, bin ich Supply Bug? Oh, schnell einen Pfeil ansetzen. Bin ich im Supply Bug? Chronobus? Okay. Habe ich Worker noch im Nexus? Okay, mach ich Worker. Habe ich jetzt noch Ressourcen übrig? Ich warp einen Stalker rein oder ich baue einen Roach. Weil dann kommen Army Units. Haben wir Ressourcen für die Produktion von Army Units übrig? Falls ja, nutzen wir die Produktion unserer gesamten Kapazitäten dafür aus. Dann als letzte Priorität kommen Produktionskapazitäten. Haben wir noch immer Ressourcen übrig, nachdem wir alle diese Schritte durchgegangen sind und Army-Units vielleicht noch gebaut haben, haben wir noch immer Ressourcen übrig. Okay, jetzt baue ich eine extra Barracks, weil ne, jetzt ist es dran. In der Build-Order steht ja immer, sobald genügend Ressourcen übrig. Und das ist ungefähr damit gemeint. Sobald genügend Ressourcen übrig, nach all diesen 5 Schritten, dann erhöhe ich meine Produktionskapazitäten. Das kann man allgemein dann auch für den späteren Spielverlauf nutzen. Ne? Denn wenn das Spiel noch weitergeht und ich noch immer merke, oh, ich kriege das nicht runtergedrückt, meine Ressourcen, add ich vielleicht noch eine Barracks oder ein Gateway. Oder baue als Zerg noch eine extra Hatchery, denn als Zerg braucht mehr Larven, die aus der Hatchery kommen, und bauen dafür noch eine extra Queen. Die muss gar nicht unbedingt an einem Mineralienvorkommen sein. Wir können auch so eine sogenannte Makro-Hatchery bauen zwischen unseren Basen und die noch zusätzlich injecten, nur damit wir mehr Larven haben. So, und das sind so die ganz basic Regeln, die man immer wieder durchläuft in seinem Makro, neben der Build-Order. Die Build-Order und das hier sind eigentlich alles, was ihr braucht für euer Makro. Später, wenn ihr euch eigene Strategien entwickelt, dann werdet ihr trotzdem immer diese Regeln im Kopf haben. Ja. Es gibt auch Anfänger, die machen diese Regeln oder einige davon so wie nennt man diese Klebezettel? Klebezettel nennt man die. So Klebezettel einfach an den Bildschirm. Supply Depots oder Overlords, Inject. Ne? Guck mal, okay. So, und das hat man halt immer drin. So, und durchläuft immer wieder in dieser Priorität, durchläuft man diese Schritte. Die sind halt extrem wichtig, dass man halt so zumindest weiß, worauf achte ich, in welchen Schritten. Und hier sind sie einmal einfach von mir niedergeschrieben, weil ich wollte da goldene Makro-Regeln draus machen. So, Punkt. Genau. So, und jetzt werden wir in die Praxis gehen, aber vorher eine kurze Pause machen. Dann wartet Leon auf mich und dann werden wir noch möglichst versuchen, ein paar Szenarien hier darzustellen mit diesen BOs. Ich hoffe, ich fade nicht zu hart. Ich habe Leon schon gesagt, er soll nicht ganz so hart das alles spielen, ne? Weil ich bin nicht so richtig eingespielt. Ausreden jetzt schon, bevor es überhaupt losgeht, Niklas. Wie soll das nur werden? So, meine Damen und Herren, willkommen zurück zur Bon Jovi Academy mit dem Mia, Niklas auch bekannt als Honor. Wir kommen jetzt zum Praxispaar. Leider habe ich so lange gesabbelt, dass eigentlich viel zu wenig Zeit dafür ist. Deswegen müssen wir sofort anfangen. Ich hoffe, wir schaffen irgendwie noch alles, was ich mir vorgenommen habe. Das ist jetzt natürlich hier ein bisschen rigged, denn Leon und ich habe natürlich Leon beauftragt, dass er in etwa das spielt, was auch mal vorkommt, gerade jetzt im TVT. Aber Leon ist natürlich Grandmaster und ich bin ein schon wieder eine Woche nicht spielender Master 1 Spieler, was halt Welten sind. Das heißt, es kann natürlich sein, dass ich trotzdem verliere, aber ich möchte euch natürlich einige Konzepte mit auf den Weg geben. Go. Das größte Problem wird sein, wenn Leon Zerg spielt.
im ZVZ, denn ich kenne das selbst, wenn ich Protoss spiele, mich dann künstlich ein bisschen zurücknehmen zu müssen, das ist halt sehr, sehr schwer. Ich werde natürlich mein Bestes tun, auch die BO gut hinzubekommen, weil die ist echt nicht leicht, gerade als Terraner. Da habe ich auch am längsten gebraucht, um die einmal richtig einzuspielen. Die ist echt tricky. Aber wenn die läuft, dann ist die echt geil. So, ganz fast. Not enough minerals. Not enough minerals. Yes, sir. In the rear with the GLF. Das ist gut, Lacke. Not enough minerals. Not enough minerals. So, Scouten nicht vergessen. SCV ready. What's going on? 19. Ah, you scared me. Victory. Huh? SCV ready. In the rear with go. Bad news. Big job, huh? In the rear with SCV ready. Ah! What's going on? Okay, wir sind mal keine Barracks. Das heißt, SCV ready. Wahrscheinlich der Reaper. Ich habe ein Konzept bringen lassen. In so einem Moment. Das Go ist weiter. Genau gucken, was man machen muss. Nach Proxy Reaper aus. Also waren auch sehr wenig SCDs auf den Minerals. Command Center Upgrade complete. So, das ist das erste Prio hat gerade, dass wir Helions rausbekommen. Ah, er ist mir gerade direkt verloren. Das ist gut für mich. Ich richtig greedy. Ich zeig euch, wie mächtig dieser Bild dagegen ist. Hoffe ich. Setze trotzdem das Command Center, obwohl ich weiß, dass hier gleich noch mehr Reaper wahrscheinlich aufkreuzen. Wir haben das Helion draußen. By the numbers, ready to raise some hell. So, been waiting on you. Smoking. You want a piece of me, boy? SCV ready. Where's the hot action? Da kann er hoch, tatsächlich. Bad news. Additional supply depots required. Daylight's burning. Move on. Are you ready for this? SCV ready. Absolutely. Gateway coming through. Ooh, das war ein bisschen greedy von mir. Übertreiben. Are you ready for this? Ready to raise some hell. Einmal reparieren. Wir können auch mechanische Units reparieren. So, bauen natürlich ein paar mehr Hellions jetzt als vorgesehen. Machen wir trotzdem mit unserer BO weiter. Reaktor war ich auch noch nicht. So, mit drei Hellions. Können wir nochmal gucken. Im Endeffekt bin ich jetzt halt um mal weit vorne. Und hab's quasi verteidigt. So, jetzt geht's gerade ganz normal weiter. Wir machen einfach unser Bildorder durch. Aber im Prinzip können wir auch direkt die nächste Partie angehen, weil das war halt schon die Situation, die halt extrem oft passiert. Ich weiß nicht, wo Banshees kommt. I'm
in a heap of trouble. Add-on complete. Fine. SCV ready. Sure thing. Where's the hot action? Daylight. Add-on complete. Death right. SCV ready. Got it. What's the word? You caught it. Ja, das ist vorbei. Da brauchen wir gar nicht weiterspielen. GG! So, das ist also Reaper. Passiert sehr oft. Ja, wenn man ein bisschen mit den Haynes microt, dann geht das alles. Gucken, ob wir noch eine zweite Situation aufs Feld bringen. So, weiter geht's. Also das war jetzt nicht mal die, so richtig die All-In-Variante von Leon. Ne? Er hat ja auch ein zweites Command Center gebaut. Kann auch sein, dass ein Terraner es wirklich darauf anlegt und einen 3 Barracks Reaper All-In spielt. Dagegen muss man dann einfach weiter Hellions bauen. Und Marines. Not enough minerals. Not enough minerals. SCV ready. Huh? Yeah. So, not enough gas minerals. First. Not enough minerals. Not enough minerals. Wo sind wir her? Go ahead. Be in the rear with the gear. SCV ready. Yeah. Not enough. Big job, huh? SCV ready. Hallo. Unsere Werte. What's going on? SCV ready. Big job, huh? Bad news. SCV ready. Ah! You scared me! Ich muss kurz überlegen. Oh Gott, ich war mit den Gedanken gerade Kampf an. SCV ready. Aber ich hab mich wieder gefangen. Oh. Will do. Wir haben dazugeholt. Huh? What's going on? Ja, warum wollen wir nicht? In diesem Matchup wollte ich vor allem nicht, weil die Wall hier ein Nachteil ist, also dass sie wirklich was bringt in dem Matchup. This better be good. Oh yeah. Command Center Upgrade complete. Nice. So, kann der Reaper hier hoch? Das ist eine schöne Map. Go, go, go! Wir wollen jetzt schnell expandieren. Und wenn man richtig advanced ist, dann kann man sich auch mal mit diesen Units auf die Map wagen, falls früher nichts kommt. Ich weiß es noch, wenn was kommt. Ich bin mal richtig greedy. Expandier mal direkt unten. Hatte ich eigentlich von ab schon fast. Aber was soll's. Wir wollen auch mal ein bisschen hier was testen. Unten aufstellen. Und das Hellion fährt direkt rüber zu scouten. Muss man natürlich. Aber ich will jetzt natürlich alle Mittel nutzen, die ich sie auch in, wenn ich jetzt als Masterspieler Terraner unterwegs wäre, nutzen würden. Engineering Bay nicht vergessen. Auf dem Boden kommt gerade noch nichts rüber. Additional Supply Depots required. Additional Supply Depots required. Go, go, go! Starport und. Go ahead. Wie heißt er? Armed and ready. Factory.
Not enough minerals. Wow. Direkt das Turret für Banshees, gegen Banshees. Not enough minerals. Not enough minerals. Hey, jetzt lass ich mal vorne. Nee, nee, nee. Falls. Es kann auch sein, dass irgendwie. Dass er Hayem selbst droppt oder so. Kein Problem. Irgendwas kommt auf jeden Fall. Lang war es sehr wahrscheinlich One Base. So, deswegen stehe ich auch erstmal alles wie es hoch, bis ich weiß, was kommt. Also die Sache ist, der Opener ist halt nicht wirklich ein Commitment, ne? Wenn ein paar SCVs tötet, dann lohnt sich das immer. Das heißt, wenn man Cloak Banshee öffnet in diesem Matchup, ist es kein All-In, ist kein Cheese. Als Standard. Not enough minerals. Wir sehen, macht auch sehr viel Schaden. So, ich baue jetzt einen Viking dagegen. Upgrade complete. Hätte ich vielleicht sogar als erstes andrücken sollen. Viking ist so der Anti-Air. Der Air-Counter. Ready for dust off. Additional supply depots required. Ich habe mir trotzdem alles ziemlich aus dem Konzept gebracht. Egal, verdammt. So, Viking ist draußen. Da kann man ein bisschen jetzt weiter scouten. Mit dem. Nach der Banshee, wo sie ist. Mineral field depleted. It's about to get heavy. Not enough minerals. SCV ready. Go, go, go! Let's do this! Now what? We'll do. Waiting on you. This better be SCV ready. Loud and clear. Ready for dust off. Affirmative. Leone. Voll viel verloren. So, immer weiter Makron und da ist ein Liberator. Mehr. Our SCVs are under attack. Fight or flight. Yeah. Life flight. You want a PCV, boy? Death rides with me. Research. Jetzt hätte ich versucht, aber trotzdem weiter zu harassen. Letzte Verteidigung. Komm. Mineral field depleted. Mineral field depleted. So. Kümmern wir uns den Kollegen. Mineral field depleted. So, wir brauchen noch. Ah, meine Barracks sind leider viel zu spät. Das ist natürlich alles, ne? Ich versuche gerade nur wirklich alles aus der Bildorder rauszuholen. Natürlich irgendwie zu viel, wenn ihr jetzt, damit anfangt. Versuche wirklich viel Eco-Schaden zu machen. Let's go. Auch wenn ich selbst dabei Eco verliere. So, immer auf zwei Seiten gleichzeitig angreifen. Research complete.
Denn wenn man auf zwei Seiten gleichzeitig angreift, dann wird man überfordert. Oho! Guck mal, wie überfordert Leo mit Terraner ist. Wenn der eine Cloak Banshee spielen soll, hat man gesehen, ist nämlich selbst sein Makro auch schlecht. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Benjamin Blümchen. So, dann würde ich mal sagen, würde ich mal zergen, weil wir zergen mal ein bisschen Zerg, oder? Gegen Zerg, Leute, Leon ist Zerg Grandmaster. Auch wenn er sich zurückhält, könnte es sein, dass ich an seinen Strategien einfach sterbe. Ne? Auch wenn man das in der Theorie verteidigen kann. Ich bin nicht geübt als Zerg im Early Game. Ja? Als Terraner schon ein bisschen. Beziehungsweise ich finde das terranische Early Game, wenn man halt eine gute Build-Order hat, finde ich ziemlich leicht. Das Zerg Early Game finde ich überhaupt nicht leicht. Da komme ich nicht so wirklich zurecht. Ich finde, das ist das Schwierigste. Ich finde, das ist wirklich, auch wenn man so alle Mittel hat, ist es trotzdem immer noch schwierig. Okay, Zerg. We require more minerals. So, mit den ersten beiden Overlords wollen wir natürlich den Fußweg abdecken, damit wir immer sehen, wann der Gegner aus seiner Basis kommt. In dem Fall nenne ich den Gegner mal Leon. So. Pool. Den brauche ich so, dass ich die Queen zwischen Hatchery und Pool stellen kann. Die Drohne, die dann kommt, nehme ich für die Hatchery. Und 17er Gas. Gehen auf 18. Bauen einmal Scouting-Zerglinge und eine Queen. Stellen wir bei uns vor die Basis. So, den scouten wir den Zerkling. Und stellen wir mal auch nicht ganz so greedy ab. Und weiter drohen. 100 Gas und mehr Zerkling Speed. Rotron Spine Corner. Den Spine setzen wir so, dass wir zwischen der zweiten Hatchery und dann Overlord los. So, weiter to Rome. We require more minerals. Wir brauchen mehr Minerals. Sehr gerne, damit ich lange am Leben bleibe. Spawn more overlords. Not enough energy.
Okay, da kommen Units, direkt Roaches bauen. Die haben Speed. Eieiei. Das ist aber auf Verteidigen. Roaches sind noch da. Zweite Queen runter. Metamorphosis complete. Lümmel! Positive Nachricht ist, ich habe irgendwie überlebt. Negative ist, Drohnen verloren, Queens verloren. Da mach noch weiter. We require more Vespin Gas. Eieiei. Da nicht viele Drohnen. Das ist gar nicht. Ich bin noch im Spiel. Was ist da, Freunde? So, die Frage ist mal zu Drohnen. Jetzt müsste ich eigentlich safe sein. Geh mal rüber. Ach du Scheiße. Oh, das war dumm. Die Drohne. We require more minerals. Das war's. Our forces are under attack. We require more minerals. We require more minerals. Our forces are under attack. Nein! Okay, da kann ich jetzt selbst nicht sagen, was genau da so, also wie er jetzt gespielt hat. Deswegen, wenn sowas passiert, gucken wir natürlich erstmal ins Replay. Ja, das ist das Erste, was wir machen. Wir müssen verstehen, was ist passiert. Und was würden wir beim nächsten Mal besser machen. So, was macht Leon? Ist ja jetzt im Mirror-Matchup noch viel leichter zu verstehen, was der Gegner macht. Denn man kennt ja die ganzen Sachen hier schon, ne? Leon spielt Hatchery First. Ein Spawning Pool. Und Gas. Hier, der bunkert schon Zerklinge. Hat jetzt schon mehr Drohnen. Der braucht gar keinen mehr. 25 zu 20. Eieiei, der Klassiker. Er bunkert die bei sich in der Basis. So, jetzt sehe ich die. Also natürlich, das Erste, was ich hätte machen können, vielleicht mal mit den Zerklingen reinlaufen. Da hätte ich es gesehen. Aber das weiß man immer nicht. Ne? So. Ab dem Zeitpunkt, wo wir wissen, was passiert, das ist jetzt.
baue sofort Roaches. Ich bin nicht supply-blocked. Ist also gut. So, was hätte ich hinten noch besser machen können? Ich setze einen zweiten Spinecrawler. Ansonsten glaube ich, war meine Reaktion gut. So, dann wie positioniere ich meine Units? Diese Queen steht gut. Diese steht auch gut. Meine Roaches stehen auch gut. So, mit den vier Roaches, vielleicht hätte ich das sogar direkt gehalten. Economy. Ich habe 10 Drohnen mehr. Das heißt, in der Theorie, wenn ich das überlebe und nicht allzu viele Drohnen verliere, bin ich noch drin. So. Aber jetzt bin ich hier. In diesem Moment. So, die Roaches retten mich jetzt. Aber ein Tick zu spät. Hätte ich die vier Roaches sofort, hätte ich die auf dem Feld gehabt bei dem Angriff, na, dann hätte ich das gehalten. Das heißt, in diesem Fall, tja, was wäre besser gewesen? Eigentlich nur scouten, ne? Scouten hätte halt geholfen. Sonst nicht viel. So, und was ich jetzt eben falsch mache, also es ist ja nicht vorbei, wie man hier sieht. Wir sind im Supply gleich auf. Ich habe 2 Drohnen weniger. Wenn ich jetzt also überlebe, dann bin ich halt minimal hinten. Beziehungsweise ich habe ja schon einen Roach-Tag. Vielleicht ist das sogar in dem Fall dann sogar ein bisschen besser. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Bin auch nicht so wirklich zerrt. Ja, ich versuche gerade selbst noch ein bisschen hier zu philosophieren. So, aber ab jetzt hätte ich das verteidigen müssen viel besser. Denn ich weiß ja, was er macht. So, gucken wir mal, wie meine Army steht. Guck mal, hier stehe ich schon mal echt geklumpt und richtig schlecht. Die Roaches müssen hier stehen. An der Rampe. Die dürfen sich nicht surrounden lassen. Ja, das ist hier fatal. Surrounded Roaches in Unterzahl ist GG. Ja, das heißt hier Army Positioning. Großer Fehler. Jetzt wieder kommen die paar Roaches ein Tick zu spät. Wenn die alle da gewesen, hätte ich hier sofort gehalten. So, aber wir sehen, ne, ich bin sogar im Supply jetzt leicht vorne. Jetzt ist es eigentlich abgewehrt. Und jetzt fange ich, glaube ich, auch an, schon zu drohen und zu überlegen, was ich als nächstes mache. Aber das ist zu früh, denn der Gegner, der will mich finishen. Und ich stehe wieder nicht gut. Ja. Ich hätte das alles viel besser verteidigen können. Push für Push für Push stehe ich wieder schlecht. Und drohne jetzt. Schicke meine Zerklinge sogar rüber. Obwohl ich die ganze Zeit sehe, dass Zerklinge nachtrudeln. Ja, und ich stehe wieder nicht gut mit meinen Roaches. Und alle Banelinge laufen in die klumpen Roaches. Und das ist mein Todesurteil. Also in der Theorie hätte ich jede oder eine der Situationen nur ein bisschen besser gespielt, hätten wir das hier verteidigt und hätten weiterspielen können. Aber somit gewinnt Leon die Runde. So. Genau, ich hätte auf jeden Fall keine Drohnen bauen dürfen in dem Moment. Und ich war mit meinen Gedanken schon weiter vorne, ne? Dass ich eben jetzt, okay, was mache ich jetzt? Jetzt gehe ich wieder meine Build-Order und so. Während Leon einfach nur Zergling und Baneling gebaut hat und mich töten wollte. So, dann machen wir noch einen Zerg gegen Zerg. So, und im Idealfall, so als richtig krasser Spieler, hätte ich das dann eben noch irgendwann noch früher gesehen, indem ich mit meinen Zerglingen in seine Basis laufe. Ne? Er hat ja das die ganze Zeit was versteckt. Und dann hätte ich eben noch früher Roaches aufs Feld bringen können. Und wenn da schon 6 oder 8 Roaches stehen, bevor er überhaupt anfängt, dann kann er halt nichts mehr machen mit seinem Ollie. We require more minerals. Spawn more overlords. Spawn more overlords. Das Wichtigste ist immer, einfach immer weiter zu spielen. Immer weiter zu spielen.
Man hat meistens eigentlich einen ganz anderen Blick auf die Situation, während man sich drin befindet, als wenn man sie später nach dem Spiel mit Abstand betrachtet. Das heißt, man versucht erstmal immer weiter auch die Automatismen in so einer Stresssituation zu schulen und alles zu machen, was irgendwie möglich ist, dann ins Replay zu gehen, zu gucken, was hätte man noch verbessern können? Was wäre in dieser Situation noch besser gewesen? Ja, um dann beim nächsten Mal wieder noch besser dazustehen. We require more minerals. So, den Stern hier so hin. Oh, ich muss ins Gas. Fuck. Das ist schon lange so. Dritter Overlord kommt vor die Basis. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich weiß nicht mehr was. Warte mal. Nicht zu lange drüber nachdenken. Basis, ja, hier ist eine Basis. So nah dran. So, wir scouten auch immer mal rein. Ach, guck mal, der Tree first gespielt. Drohne ist weg. So, nicht sehr. So, aber natürlich weiter makroen. Das ist viel wichtiger gerade. Ich habe nicht gemakrot, oh mein Gott. We require more minerals. Ich brauche eine dritte Basis. Wo baue ich die denn auf dieser Map? Oh mein Gott. Hier? We require more minerals. So, jetzt wollen wir gleich nochmal reinlaufen. Dafür lasse ich meine Zerklinge aber erstmal voll rechnen. So. Leer. Evolution Chamber. Speed fertig. Habe ich das so spät Speed aus? Okay, wir laufen trotzdem mal rein. Wir sehen aber wieder so einen Kack-Move hier macht. Gas? Oh, was? Alter, Spire. So schnell. Okay, wir ziehen natürlich unser Spore-Collar vor. Ziehen wir unsere Overlords zurück. Die kann er jagen, oder? Schon mal ein Gas. So, more overlords. Some Paroches. So, wir brauchen viel mehr Gas, deswegen. Ich habe keinen Spore-Crawler an meiner dritten. Versuche nochmal einen reinzubekommen. Davor kann ich da nicht drohen. Und direkt einen Hydra dann. Jetzt muten. Brauche weiter extra Queens. Oder Spore wird nicht durchkommen. Das heißt, die Basis könnte fallen. Ich baue mal Roaches für einen Counter-Attack. Das ist jetzt so meine erste Idee, dass ich quasi einen Counter. Oh. Ich habe überhaupt keine Erfahrung mit diesem Matchup.
Da muss ich jetzt meinen eigenen Vögel nachgehen. Ich glaube, das ist nicht so wichtig, dass ich die Basis gerade halte. Es ist wichtiger, dass ich hier nicht zu überreagiere. Ich kann nur sagen, dass ich mich gerade richtig. Ich habe auch das falsche Upgrade eingedrückt. Okay, ich habe, glaube ich, gerade schon gefailt. So, ist alles nicht weiter wild. Ist alles nicht weiter wild. Wir tun, was wir tun können. Wir haben trotzdem noch keine Drohnen verloren. Ich habe zu viele Greens gebaut. Boah, sind die stark, Alter. Alter. Okay, ich habe nicht zu viele Greens gebaut. One Hydra. Das ist Overlord. Das sind wohl mit drei Overlords. Richtig. Und richtig unerfahren. Und es ist halt dummer Grandmaster-Zerg auch noch, ne? Der mir das gegen mich spielt. Oh, ich baue erstmal weiter Hydras. Also ich glaube, ich habe schon an 10 Situationen habe ich schon verkackt. We require more minerals. Oh, Hydras. Oh ja. Oh ja. Okay, er committet sich aber nicht nur auf den Mutas, wie es aussieht. Ich werde mal versuchen anzugreifen. Die Queen geht mal ein bisschen Sport oder dorthin, während ich mal versuche anzugreifen. So, jetzt kann ich auch seine Overlords jagen. Our forces are under attack. Mineral field depleted. Mal, was er hat. Los, wo schicken wir noch ab? Knappe Kiste. Reicht etwa. Also ich glaube, er versucht sich gerade sehr dumm anzustellen, aber es reicht gerade mal so. Zu räumen. Ich versuche mal ein bisschen Eco-Schaden zu machen. Oder aber weiter halt was. So, sammelt die hier hinten. Also, man muss ja auch sagen, natürlich, dass Leon gerade extra ein bisschen schlecht stellt. Das merke ich schon, aber für mich reicht es noch fast. So, weiter Hydra. In der Economy sind wir gleich auf. Das heißt, das ist noch alle mal nicht vorbei. Gehen wir unsere eigentlichen Build Order weiter hinterher. Haben jetzt auch viel Gas, das ist gut. Patronen, brauchen hier mal einen zweiten Spawn. Weil wir sind gerade am angreifbarsten. Not enough energy. We require more minerals. Was machen diese Overlords? Das finde ich glaube ich selbst so genau. We require more minerals. So, wir nehmen die Gasgasiere. Oh, das war nicht gut. Wieder ein paar Hydras verloren. Hatte ich viele Mutas noch immer. Gute Unit. So, mehr Hydras natürlich gegen Mutas. Habe ich meine Queen hier verloren? Ne, die bleibt hier rum. So, hier noch 5 Drohnen. Economy ist voll, wir sind bei 140. Wir ignorieren ihn einfach und laufen rüber. So viele Mutas sind das gerade, ne? Voll. Overs hier natürlich mitnehmen. Hoffe ich auch nochmal. Jetzt ein Sniper mit Mutas. Ah, er bleibt sogar da drin stehen. So, was ist hier?
Premium. Oh, jetzt Maikon, jetzt Maikon. Guck doch mal rein. Nimm doch die Spitze. Pre-Strip. Oh Gott, zwei Tiefe. Hui. Also das ist die beste Verteidigung, Freunde. Ich hab beide Hydro-Upgrades. Tja, bin ich wohl Grandmaster Zerg, wie es aussieht. Mineral field depleted. Our forces are under attack. Ich habe einen Grandmaster besiegt. Okay. Also erst einmal habe ich natürlich nicht, ne? Leon hat sie, er hat sie natürlich ein bisschen blöd angestellt. Kommen wir nochmal auf die Listen. Egal. Aber da waren auch wieder einige Sachen. Also ich habe überhaupt keine Erfahrung im ZVZ, erst recht, wenn der Mutter spielt. Das hat man, glaube ich, auch gemerkt. Ne? Aber es ist halt alles möglich. Essentiell war es diesmal, gerade auch in dieser Partie, dass ich gesehen habe, dass auch irgendwas geht. Das muss man natürlich erstmal checken. Ne? Erstmal checken. So, schaffen. Oh shit, ist Matteo schon da? Ach du Kacke, Matteo, wir müssen noch einmal PvP machen. Geht das? Okay, nice. Einmal schnell noch, ja? Kann jetzt die PvP auslassen, Freunde. Ach nee. Okay, eine Map. Wir können nicht alles zeigen. Wir können leider nicht alles zeigen. Spielen wir für eine Map? Ohana. Ist ja uralt. Guck auf. Okay, nur dieses Spiel. Eine uralte Map spielen wir. Aber eine sehr schöne Map, eine meiner alten Lieblingsmaps. Da weiß ich zumindest, wo ein Reaper hochspringen kann oder nicht. More minerals required. There are not enough minerals. Ja, bei Protoss fühle ich mich natürlich zu Hause. Weil das ist meine Starcraft-Race. Insufficient minerals. Das ist auch mal das Schöne, wenn ich die Academy mache. Bei Terran und Zerg muss ich halt richtig viel recherchieren und mich anstrengen. Und Protoss. Insufficient minerals. Da spiele ich halt eine Map, habe die perfekte BO eingespielt, kann sie perfekt beschreiben. Hat natürlich auch noch mehr Teilinformationen sofort, ohne dass ich jemanden fragen muss. Das ist immer das Schöne. Ja, aber bei Zerg und Terraner bilden wir natürlich mich auch weiter durch die Academy. So, Double Gas, Into. Zweites Gate. Mit unserem Rallypoint von Nexus rum. Wir füllen unsere Gasgaserie nach und nach. Doppelgas-Opening beim Protoss. Und naja, wir als Noob, wir fahren jetzt natürlich erstmal raus, aber im echten Szenario
bleiben wir mit unserer Probe so lange in der Basis des Gegners, wie es nur geht. Denn er kann es ja jetzt erstmal einen Stalker oder einen Adepten verjagen. Vor geht's denn, das wissen wir ja. Er hätte dieselben Mittel wie wir. Das heißt, ne, da ich jetzt gegen einen richtigen Gegner spiele, schweiße ich hier ein bisschen seinen Pylon und guck mir an, was er baut. Vor allem auch, was der Krone boostet. Stalker, Doppel-Krone-Boost, Warp-Gate. Ist der Pylon wird unten am Nexus gebaut. Versuchen, den Nexus damit nicht zu blocken. Der Krone-Boost hat nur ein Gateway. So, ich fahre mit der Probe raus, denn ich weiß ja, dass seine Units wie meine kommen. Und jetzt will ich sehen, wir haben diesen Watchtower hier. Kommt das der Adepten oder Stalker? More minerals required. Scheint Stalker zu sein. We must construct additional. There are not enough minerals. Oh, ist ein Adepten. Die ersten beiden Stalker stelle ich möglichst weit nach vorne. Habe ich schon Nexus? Nee, habe ich nicht. Versucht direkt den ersten mal zu blocken. Das hat aber hinten. Und die beiden zweiten Stalker ich nach oben. I'm here in the shadows. I am the voice. State thy bidding. Ich komme zu einer Adept. I am here in verfolgt die Shades. We are, you require. Wir haben zwei Stalker-Gruppchen. So, jetzt fehlt. More minerals required. Wo? Gegen die Tees. Ein Sentry. Und ich habe kein Pylon gebaut für eine Sheep Battery. Das heißt, ich bin gerade sehr anfällig gegen Oracles. Der mal die beiden Stalker schon. You require cold is the hope. State that I am cold. So, da brennt nichts an. I am cold. Hast du nochmal eine Shield Battery? We are research complete. Es fehlt noch die Forge, die haben wir zu spät. Er ist ein Observer. Ohne Busten. Solange die Sheep Battery ist, lassen wir die ersten beiden Stalker nochmal oben. Dadurch, dass er Adepten eröffnet hat, kann er eh nicht so wirklich auf dem Boden angreifen gerade. So, dann können wir hier jede Menge Probes noch mal transferieren. Stalker. Und wir haben jetzt die Sheep Battery. Deswegen schicken wir die Stalker runter, falls er jetzt unten angreifen möchte. Bauen die Mortals. Den zweiten Observer schicken wir natürlich rüber, um einmal zu sehen, was sein Tech ist. More minerals required. Insufficient minerals. Oh, und DT. Exzellent, haben wir das perfekte Timing für unseren Observer und blocken einfach die Dark Templar. Und das meinen weit hinten. War nicht so spät, jetzt schon vorbei. Zumindest im realen Szenario. There are not enough minerals. Insufficient minerals. Checkt er nach Hause. So, und wir sollten jetzt meilenweit vorne sein. Ich spiele trotzdem unserem Bild runter. Spider Council. Gateways. Und das nächste Gas. Wir bauen Robo und Chronoboost wegen Upgrade in seinem. In seinem Twilight Council. Charge, Blink oder Resonating Glaze. Stick auf Charge. Aber bin ich mir nicht sicher. So, er könnte jetzt noch versuchen zu droppen. Deswegen auf jeden Fall hier mal schon mal die Kanonen vorziehen. Und ich baue Adepten, denn wir erforschen ja selbst Resonating Glaze. Nein, tun wir nicht. Sollten wir. So. Warp Prism, weil ich kann eh noch nicht angreifen, da ich die Gateways und Upgrades nicht habe. Oh, das ist meine Gateways, dann ist das Warp Prism. So. Unser Ziel ist jetzt gleich. Oh, es könnte Blink sein. Wird mir natürlich ein bisschen die Karten spielen.
Und ich habe 3 Immortals. More minerals required. Glory to the Daylong. So, Warp Prism und Go. Sieht nach Blinker aus. Warum sollte er so einen Stalker haben? Und da ich weiß, dass er Dark Temple spielt, spiele ich hier auch hier nochmal eine Kanone. Und hier. Warum nicht? Wir sind vorne. Das Einzige, was gerade ist, was jetzt gerade kritisch ist, ist sind Dark Templar, sobald wir rauslaufen. Ich darf auf keinen Fall meinen Warp Prism snipen lassen. Und ich nehme auch beide Observer mit nach vorne. Einen herfhafte ich an meiner Armee. Einen lasse ich hier. Let our enemy know our fury. Keine Ahnung, explodiert. Ich glaube, die Gateways aus. So, wollen wir nochmal 6 Adepten reinwarpen. Our base is under siege. That must be placed within the power field. Aber unsere Sheep Battery faith hier alles mit, kann helfen und wollen aber kurz vorne Go machen. Gut, dass wir dafür gesichert haben, sonst hätten wir jetzt ein bisschen Probleme. Und versuchen das Spiel zu beenden. Oh, die Adepten gehen sogar hier auf den. Der Dings bumsi. Die hab ich gar nicht erklärt, wie das Raptor geht. Glory to the Daylong. Definitely. Mineral field depleted. Viel knapper. Das hätte ich vorerst down müssen, was er hat. Da war ich jetzt zu arrogant. Ach, nicht gereicht. Das Raptor muss man natürlich meiden. Fast mal mein Intuition gegangen. Kronenwurst. A mineral field has been depleted. Wo ist mein extra Pulver? Da. Eieiei, Freunde. Der nimmt hier auch gerade echt doof an. Glory to the Daylong. Zu arrogant, der Hunde. Insufficient energy. I have met the enemy. The firstborn shall persevere. We serve. Give us your. Yes, exactly. Let's go. So, I'll see my next one. Glory to the day. Where shall we? Not. Yes, exactly. We. Where shall I? Combat. The firstborn shall persevere. Give us your command. Glory to the Daylong. Give us your. Let your will. We. Naja. Yes, Executor. Where shall we march? Forward. Faith. Combat. I have met the end. Insufficient arms. Sich dumm wie sie verhält. Shall be let your will be. We I return to serve. We are one. Naja Kar means. Give us your command. Combat over. Let your will be. Yes, Executor. Wir haben einen Adept und 13 Kills. Das heißt, wir haben keine Economy mehr. Aber hat er besser verteidigt, als ich dachte. Muss ich sagen. War ich überrascht, dass da auf einmal 2 Disruptor in meinem Gesicht sind. So, das war's mit der StarCraft 2 Academy für diese Woche. Nächste Woche selbe Zeit, Donnerstag 18 bis 20 Uhr mit mir, Niklas, auch bekannt als Honor. Dann Woche 5 von 6, das waren die Mirror Matchups. Schaut vorbei, bondra.de/academy. Und jetzt gibt's Matteo. Was macht Matteo überhaupt? PUBG? Custom Games in PUBG? Ich verabschiede mich mit den letzten Worten aus der Community von... Ich bedanke mich natürlich auch bei Leon für seine Mitarbeit. Ich hoffe, ihr konntet was lernen.
Hallo, wie viele haben wir denn schon hier? Jaden Yuki, es ist Zeit für ein Duell. Oh, warte, es ist Zeit zu schlafen. Gotcha. Aber es ist gar nicht Zeit für Schlafen, Jaden Yuki. Es geht jetzt los. Bleib hier, bleib dran. Wo ist die Pause? Oh Gott, ich finde.